Wenn man da Star-Allüren hat, ja, und sich auf dem Schiff aufführt wie irgendwie der King irgendwas, dann ist man komplett falsch. Eltern einfach mal zum Auftritt mitnehmen. So, das machen nämlich viele auch nicht. Weißt du, das ist auch so ein Ding, was ich halt von vielen Kollegen kenne, dass sie halt auf der einen Seite von ihren Eltern erwarten, dass sie Verständnis dafür haben, auf der anderen Seite sie nie an der Welt teilnehmen lassen. Boah, der ist ein Star. Und dann siehst du den live und merkst halt, okay, der macht halt irgendwie so die drei Standardtricks, ja. Wenn ihr schon einmal auf einer Kreuzfahrt einen Zauberer gesehen habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass ihr ihn vielleicht gesehen habt. Seit Jahrzehnten steht er mit seinen Zaubershows, seine Soloshows oder am Varieté auf der Bühne und in seinen Podcast haben in der Zauberer-Szene bestimmt der ein oder andere mindestens schon mal reingehört. Alexander Lehmann, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Matthias, grüß dich. Wie geht's dir stets? Alles gut bei dir aktuell? Ja, alles gut, ich bin gesund und das ist das Wichtigste im Moment. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Jetzt hat man endlich mal Zeit, mit Freunden zu quatschen. Ja, das stimmt. Nein, es ist wirklich eine absolut verrückte Zeit und es wird von Tag zu Tag irgendwie immer verrückter. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessantes Thema, worüber wir heute quatschen könnten. Eben genau das, wie geht es jetzt bei uns in der Zauberer-Szene überhaupt weiter in dieser ganzen Zeit? Wie geht man damit um? Die ganze Entertainment-Branche steht ja gerade still. Dir geht es aber weiterhin soweit ganz gut? Was auch das angeht, so den finanziellen Aspekt? Ja, mir geht's gut. Ich habe ganz gut verdient, toi, 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 Gott sei Dank, so in den letzten Jahren und habe auch einigermaßen vernünftig gewirtschaftet. Von daher, ja, kann ich jetzt auf jeden Fall erstmal entspannt weitermachen und ja, jetzt ergibt sich halt irgendwie die Zeit, neue Projekte zu starten, neue Ideen, neue Kunststücke ausarbeiten, so dass man halt nach der Krise dann auch wieder mit neuem, frischem Material da steht, ne? Richtig, richtig. Dass man auch stärker rausgeht, als man reingegangen ist am besten, ne? Definitiv, ne? Also dieser alte, ausgelutschte Spruch, in jeder Krise steckt eine Chance, beweist sich jetzt einfach so. Voll und ganz. Zwei Möglichkeiten. Entweder man lehnt sich jetzt zurück und heult und sagt, wie scheiße das alles ist, oder man gibt Gas. So, und richtig. Ich habe mich mal fürs Gas geben entschieden. Das ist genau die richtige Entscheidung. Da stehe ich auch voll und ganz hinter. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, über das wir heute sprechen können. Kurz, wir legen gleich sofort los. Erstmal kurz vorweg, für alle, die dich nicht kennen, du stellst dich gleich erstmal vor, wer du überhaupt bist. Mhm. Wir sprechen über deine Theatererfahrung, über deine Kreuzfahrt-Zauberei-Erfahrung. Mhm. Du hast die Secret School eröffnet. Das ist, glaube ich, ein Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen können. Und Secret School ist erstmal vorweg das Stichwort, denn es gibt was zu gewinnen. Mhm. Richtig, Alex, absolut. Magst du dir mal vorstellen, was du dir überlegt hattest? Ja, wir haben uns einfach überlegt, wenn wir hier schon so einen Stream machen, dann hauen wir auf jeden Fall eine Verlosung raus. Und wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Mhm. Ich kann schon mal anteasern. Also insgesamt 250 Euro ballern wir heute raus. Es gibt zu gewinnen alle Kurse, die aktuell online sind, der Secret School, also von Manipulation über Mentalmagie, über deinen Kurs, alle Kurse, die wir gerade online haben. Und dann legen wir von der Secret School noch drauf ein Stripper-Deck, den man ja für deinen Kurs zum Beispiel braucht. Dann hauen wir noch so ein ganzes Package an Karten raus, also 12 Phoenix-Decks, so ein ganzes Blister. Dann hat der liebe Philo, ein gemeinsamer guter Freund von uns, noch gesagt, komm, ich hau noch meinen Effekt Order mit drauf. Den gibt's so in der Secret School auch nicht zu kaufen. Und den gibt's noch oben drauf. Also ein cooles Bundle, würde ich sagen. Ein heftiges Paket. Und wie ihr das gewinnen könnt, das seht ihr auf Instagram. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Über Instagram findet diese Verlosung statt. Alles klar. Haben wir das schon mal, das Technische, geklärt? Dann jawohl. Kommen wir doch zur Sache. Alex, ich bin mir sicher, gerade wer aus dem Raum Nürnberg kommt oder aus dem Raum Franken, ich habe mich da jetzt nicht... Es ist Franken. Man muss ja aufpassen, es sind ja viele davon angegriffen, wenn man Bayern sagt in dem Bereich. Ja, ich sehe es nicht ganz so ernst, aber wer weiß, wer zuschaut. Ja, richtig. Ich bin mir sicher, gerade in der Region kennt dich bestimmt der ein oder andere, aber ansonsten, es schauen hier bestimmt auch viele zu, die dich noch nicht kennen. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen, wer bist du, was machst du und dann reden wir gleich dazu darüber, wie du da überhaupt zugekommen bist. Ja, super gerne. Genau. Also mein Name hast du schon gesagt, Alexander Lehmann. Ich bin Zauberkünstler-Moderator, um es mal so auf eine kurze Beschreibung runterzubrechen. Mhm. Ja, konkret bedeutet das, ich habe so drei Säulen, drei Bereiche, in denen ich irgendwie unterwegs bin, was ich mir so ja in den letzten Jahren aufgebaut habe. Das ist einmal so der öffentliche Bereich, sprich Theatershows. Ich habe ein abendfüllendes Theaterprogramm, mit dem ich unterwegs bin. Da gehören natürlich auch die Kreuzfahrt-Engagements dazu.
Da gehören Varieté-Engagements dazu, die ich moderiere, teilweise auftrete und eben so verschiedene Gala-Mix-Shows. Das ist so der eine große, also der fast größte Bereich mittlerweile, so die öffentlichen Shows. Dann gibt es so die klassischen gebuchten Shows, also für Firmen, teilweise auch noch private Leute, wo man mich eben mit ja, verschiedenen Programmen irgendwie engagieren kann. Ja. Und dann gibt es noch so einen dritten Bereich, der mir wahnsinnig am Herzen liegt momentan. Das ist so das Organisieren. Also ich habe zum Beispiel in Nürnberg so ein Zauberfestival, Frankenstaunt heißt das, was genau. Ich organisiere. Organisiere auch immer wieder mit anderen Kollegen verschiedene Gala-Formate, Show-Formate. Ja, das sind so die drei Säulen und in dieses Organisatorische spielt dann auch noch ja, die Zauberschule Nürnberg quasi so als tatsächliche Schule, wo man hinkommt und jetzt seit neuestem eben die Secret School, wo man dann online zaubern lernen kann. Das sind genau. So die drei großen Bereiche. Hammermäßig und ich glaube, da steckt hinter jedem einzelnen dieser Bereiche steckt eine ganz interessante Geschichte. Mhm. Es ist für mich einfach total witzig gerade. Im Prinzip sind die Rollen für uns ja jetzt getauscht. ich habe mit dem Alex zusammen für seinen Podcast eine Folge aufgenommen. Die könnt ihr überall hören. Auf Spotify habe ich sie mir angehört. Auf iTunes bist du, glaube ich, auch. Und Apple ja, Music genau. Und wie also das alles heißt. Ne? Überall, wo es Podcasts gibt, gibt es den Podcast genau, Lehmanns Welt auch. Richtig. Lehmanns Welt heißt das Ganze. Darüber reden wir auch noch gleich. Aber jetzt sind die Rollen getauscht. Ich freue mich einfach. Jetzt darf ich dir die Frage stellen und du darfst antworten. Sehr schön. Jawohl, sehr, cool. Sehr gerne. Freue ich mich. Was für mich, glaube ich, jetzt als allererstes, ich sag mal, unbekannt für mich war sozusagen, ist dieser ganze Bereich Zaubern auf Kreuzfahrten und so weiter. So diese, das ist ja eine ganz eigene Entertainment-Branche eigentlich nochmal, so eine ganz eigene Welt. Wie bist du dazu gekommen, dass du auf Kreuzfahrten gebucht wirst, da die Leute zu unterhalten? Es war ein Riesenzufall tatsächlich. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt ja verschiedene Reedereien, also sowas wie Phoenix Reisen, TUI, AIDA, das sind erstmal die Reedereien und diese Reedereien haben dann halt verschiedene Schiffe. Und meistens ist es so, dass quasi dieser ganze Entertainment-Bereich, sprich die Gastkünstler, ja an Agenturen ausgelagert sind oder teilweise die Reedereien eigene Abteilungen, Agenturen haben, die die Künstler quasi buchen. Und angefangen hat es bei mir wahrscheinlich wirklich über Google oder so hatte ich eine Anfrage für eine ganz, ganz kurzfristige Reise bei Phoenix damals. Das sind so ja sehr betuchte Schiffe, etwas älteres Publikum. Das CDF Traumschiff zum Beispiel wird da drauf gedreht. Na, also alles ja sehr gesetzt. Und die hatten einen Ausfall im Weihnachtsgeschäft und haben dann ja übers Internet wahrscheinlich irgendwie gegoogelt, vielleicht sich auch so ein bisschen in der Szene umgehört und haben mich dann angefragt, hallo Herr Lehmann, hätten Sie Lust, irgendwie in 3 Wochen eine Karibik-Kreuzfahrt zu machen? So, jetzt ist natürlich das Weihnachtsgeschäft das, wovon wir halt primär leben. Also ne, die ganzen ja. Firmengarnen etc. Deswegen konnte ich die Reise nicht machen, weil ich hätte einfach viel zu viel dafür absagen müssen. Mhm. Und dachte, okay, dann war es das jetzt. Und dann haben die mir zurückgeschrieben, ja, wir speichern Ihren Kontakt mal, vielleicht haben wir wieder eine Anfrage. Und dann war für mich völlig klar, die melden sich nie wieder. Und dann kam aber tatsächlich so nach 2-3 Monaten im neuen Jahr, kam dann, Mensch, Herr Lehmann, irgendwie, Sie sind jung, wir haben irgendwie brauchen so ein bisschen junge Leute auch auf der Bühne, hätten Sie Lust, mal eine Reise zu machen? So. Und ich natürlich sofort ja gesagt, ohne natürlich auch nur ansatzweise zu wissen, was es dann am Ende bedeutet. Da kann ich gleich noch ganz viel dazu erzählen. Ja. Und dann war es ein sehr lustiges Telefonat mit der Agentur in der Schweiz. Die haben halt gemeint, ja, und Sie haben ja sicherlich Kreuzfahrterfahrung. Ich so, nö, habe ich noch nie gemacht. Und dann, oh, haben Sie noch nie gemacht? Hm, ja, dann würden wir Ihnen vielleicht direkt noch eine zweite Reise geben auf einem etwas kleineren Schiff, bevor Sie dann quasi auf unser Flottenführerschiff oder so das Aushängeschild der Flotte gehen. Ja, dann hatte ich plötzlich 2 Kreuzfahrtengagements, habe die einfach zugesagt und ja, dann ging der Struggle los. Weil Kreuzfahrt, kann man sich natürlich vorstellen, ist anders, ja, also allein schon zum Beispiel, was Gepäck angeht. Ne? Man fliegt ja irgendwo aufs Schiff hin. Das heißt, man kann jetzt keine großen Cases mitnehmen, keine großen Illusionen, wie auch immer. Und man kriegt dann auch erstmal so Unmengen an Leitfäden, wie hat man sich auf dem Schiff zu verhalten, was sind so die Anforderungen und und. Ja, dann habe ich mich da reingefuchst, habe irgendwie mein Programm umgestellt. Also man spielt so in der Regel 2x50 Minuten, also so in Summe einen Abend füllendes Programm. Und dann bin ich, ohne irgendwie was über das Thema zu wissen, bin ich dann, damals war es noch eine etwas nähere Reise, das war so Mittelmeer, ich glaube, ich bin nach Italien geflogen
bin aufs Schiff gegangen und dann ging es los. Ja, und dann war es ein Selbstläufer. Ne? Dann kam es gut an, dann kamen die nächsten Anfragen von der Reederei, irgendwann kam dann über eine Empfehlung von den Kollegen die nächste Reederei, also TUI, auf mich zu und hat gemeint, Mensch, du bist doch hier schon auf den Schiffen am Zaubern, hättest du nicht Lust, bei TUI mal was zu machen? Dann irgendwann kam AIDA und ja, also so, wenn man da einmal drin ist und sich einmal etabliert hat, dann ist man da gefangen auf dem Schiff. Ja. Wie lange hast du das insgesamt gemacht oder machst du es sogar aktuell noch? Ja, also ich würde es aktuell machen, wäre nicht Corona. Also ich wäre jetzt eigentlich vor wenigen Tagen aus Singapur zurückgekommen. Da hätte ich eine ganz tolle Asien-Rundreise gemacht. Singapur, Indien, Dubai, also richtig eine ganz, ganz tolle Reise. Krass. Wurde natürlich abgesagt. Ich wäre jetzt eigentlich auch nächsten Monat in Norwegen, Island auf der AIDA. Ist noch nicht abgesagt, warten wir es mal ab. Ich gehe nicht davon aus, dass es stattfindet. Also ja, ich mache es aktuell noch. Ich habe es eine Zeit lang sehr viel gemacht. Also es gab Zeiten, wo ich so, ja, wenn man alles zusammenrechnet, 3 Monate im Jahr auf dem Schiff war, was sehr viel ist. Man verpasst natürlich auch viel zu Hause, aber man sieht die Welt. Und das war natürlich schon der Oberhit. Jetzt langsam reduziere ich es so ein bisschen, auch einfach durch Frau und Kind, wo man sagt, die können nicht immer mit und ich möchte auch nicht dauernd weg sein. Ja, aber grundlegend mache ich es noch, ja, absolut. Aber konntest du deine Familie mitnehmen auch? Hast du das auch so gemacht? Mhm. Absolut, ja. Also es kommt immer so ein bisschen aufs Schiff drauf an. Wie meine Tochter noch nicht auf der Welt war, war meine damalige oder meine Freundin damals noch. Also eine Begleitperson kann man immer mitnehmen. Ach echt? Das gehört dazu, ja? Du konntest, genau, kannst das ist schon Teil des Engagements quasi, dass man halt eine Begleitperson mitnehmen kann. Mhm. Das war jetzt bei Phoenix, da hatten wir ganz tolle Reisen. Bei TUI, es sind ja Familienschiffe, die haben Kids Club und Baby Club und alles. Und da war es auch gar kein Problem, dann meine Tochter mitzunehmen. Und dann haben wir quasi immer tollen Familienurlaub gehabt. Ich habe so ab und zu dann abends mal mich kurz verabschiedet, bin auf die Bühne. Aber das Schöne ist, dass man quasi, wenn man als Gastkünstler engagiert ist, hat man Gästestatus. Ja? Also man ist nicht im Crewbereich irgendwo, sondern man hat eine ganz normale tolle Kabine. Man kann das Programm mitmachen, man kann die Restaurants normal benutzen, man kann sich im Pool legen, man kann in die Sauna gehen. Also quasi wirklich ein sehr, sehr schöner Urlaub mit der Einschränkung, dass man halt ab und zu ein bisschen arbeiten muss. Krass, genau das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob das im Endeffekt, ob du überhaupt was von der Kreuzfahrt selbst mitbekommst oder ob du nur am Schuften bist da die ganze Zeit. Nee. Also man hat es tatsächlich sehr gut als Gastkünstler. Ne? Also man hat eben den vollen Gästestatus, hat eine ganz normale Gästekabine. Und man muss eben überlegen, dass Shows nur dann stattfinden, wenn auch möglichst viele Leute an Bord sind, sprich wenn das Schiff fährt. Ja, also effektiv sind die Shows dann halt irgendwie abends um 8, 9. Ich habe auch schon um 11:30 noch eine Show gespielt. Und da verpasst man dann halt vielleicht mal eine andere Show zu gucken. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jeden Abend auftritt. Ne? Also im allerbesten Fall bei Phoenix hat man in 3 Wochen Kreuzfahrt 2 Shows. Das ist natürlich der absolute Luxus. Echt jetzt? Genau. Bei TUI spielt man öfter, da spielt man pro Reise, also pro 7, 8, 9, 10 Tage. So 2, 3 Shows, aber es ist alles überschaubar und am Ende ist ja auch das Zaubern was einem gefällt und immer noch Hobby, auch wenn es Beruf ist, von daher macht das alles riesen Spaß. Krass. Ey, das war mir nicht so bewusst, dass das so eine coole Sache ist, ey. Ja, Matti, ich sehe schon ein neues Feld für dich. Ja, richtig. Ja, schade drum, dass das natürlich jetzt aktuell alles nicht geht. Das stimmt. Boah, das ist auf jeden Fall spannend jetzt zu beobachten, wie sich das entwickelt. Ansonsten hast du ja noch sehr detailliert über das ganze Thema Kreuzfahrt und so weiter in deinem Podcast gesprochen. Da hattest du ja einen Bühnentechniker mit dabei und eine ganze Folge mit ihm darüber gesprochen, weil der ja nur auf Kreuzfahrten unterwegs ist, gefühlt. Genau, der hat natürlich auch eine andere Perspektive, weil der arbeitet da wirklich. Das heißt, der ist natürlich Crewmember, ist im Crewbereich und hat natürlich jeden Tag einiges zu tun. Ja. Hammer. Cool. Also, wenn euch da dieses ganze Thema noch interessiert und ihr mehr darüber hören möchtet, gerne bei Alex in den Podcast reinhören. Ich will das jetzt hier nicht alles irgendwie vorwegnehmen, weil dann hört man das ja auch doppelt und dreifach. Hat ja auch keinen Sinn. Genau, sehr gerne. Ja, cool. Wann war das genau, dein erstes Engagement? Also, seit wann machst du das? Vor 5 Jahren. Also seit 5 Jahren mache ich das jetzt, genau. Ja. Und hast du das Gefühl, dass dich das irgendwie irgendwann langweilt? Also hast du das Gefühl, irgendwann willst du aufhören damit oder willst du das weiterhin so machen? Wenn es wieder möglich wäre. Ja, also es hat so mehrere Ebenen. Ne? Auf der einen Seite
stellt sich dann irgendwann was ein, was eigentlich schade ist, nämlich, dass es gewöhnlich wird. Ja, also es gab halt wirklich Zeiten, wo ich, also man kann auch zum Beispiel vom Schiff dann absteigen, um einen Job daheim zu machen, wieder hinfliegen. Es gab dann echt Zeiten, wo ich dann halt irgendwie, weißt du, irgendwo nach Mexiko geflogen bin, dann war ich da eine Woche, dann bin ich wieder zurückgeflogen, dann war ich eine Woche daheim, dann bin ich nach Italien geflogen. Also so, das klingt jetzt alles sehr, sehr cool, war aber irgendwann einfach so gewöhnlich. Und natürlich, das Schiff kennt man halt auch irgendwann in- und auswendig. Man hat irgendwie jedes Essen einmal gegessen so. Und ja, es schleicht sich dann so ein bisschen Gewöhnlichkeit in das Ganze rein. Ne? Auch also unfassbar, was ich in den letzten 5 Jahren für Länder und für Ziele gesehen habe. Aber irgendwann, wenn man halt ist, keine Ahnung, das dritte Mal dann im selben Hafen ist, denkt man sich, ach, ich bleibe halt mal auf dem Schiff. Und das ist natürlich schade. Ja, verstehe. Von daher habe ich schon reduziert, werde es auch reduzieren, dass es einfach wieder was Besonderes ist, 1-2 Mal im Jahr, vielleicht 2-3 Wochen. Es kommt natürlich dieser ganze Umweltaspekt dazu, wo man oder wo ich mir schon auch immer denke, möchte man das unterstützen? So, ich habe für mich einen ganz guten Weg gefunden. Da müssen wir jetzt keine riesen Diskussion draus machen, da hätte ich jetzt 1000 Argumente für beide Seiten irgendwie. Ja, richtig, richtig. So, zusammengefasst, ja, ich möchte es weitermachen, weil es einfach eine tolle Möglichkeit ist. Es ist eine ganz, ganz tolle Art, auch zu reisen, aber nicht mehr so viel, wie ich es dann doch zeitweise gemacht habe. Ja, also ich merke, du bist da ganz reflektiert und machst dir auch viele Gedanken darüber, auch wenn du schon mittendrin bist. Überdenkst du auch trotzdem nochmal, so hat das Sinn? Okay, das ist interessant. Ja, absolut. Ne? Das ist natürlich bei den Kreuzfahrten liegt es auf der Hand, sich da auch über so Umweltthemen Gedanken zu machen. Ja. Ganz grundsätzlich ist es, glaube ich, in allem, was wir Künstler tun, immer wichtig, ne? Sich zu reflektieren, zu gucken, ist es gerade richtig, was ich mache? Bin es noch ich? Verstelle ich mich gerade? Passe ich mich irgendwo an? Ist es noch die Art der Zauberei, die ich machen möchte? Ne? Und von daher, also man muss zum Beispiel auch sagen, durch die Kreuzfahrten hat sich natürlich mein Repertoire auch stark verändert. Also allein was Gepäck angeht. Ne? Also ich habe mittlerweile halt viele Darbietungen, wo ich keine Requisiten brauche, sondern wo vielleicht nur ein Kartenspiel langt oder nur eine Münze langt, obwohl man das dann halt vor 1000 Leuten irgendwie auf einer Bühne spielen kann. Also klar, man muss sich da reflektieren, muss aber halt auch gucken, dass man sich nicht grundlegend dadurch verändert. Ne? Spielst du sonst an sich das Programm, das du jetzt auch beispielsweise bei einer Firmenfeier spielen würdest oder sogar in deinen Solo-Shows spielen würdest? Oder hast du wirklich dein eigenes Schiffprogramm und das ist strikt getrennt? Teils, teils. Also sagen wir so, also in meinem normalen Solo sind natürlich noch ein paar andere Nummern, die einfach auf dem Schiff nicht gehen. Also ich sag mal, irgendwas mit Feuer kann man auf dem Schiff nicht machen, es ist verboten. Ja? Ein Messer mit an Bord zu nehmen, ist auch keine gute Idee. Also es gibt natürlich so gewisse Nummern, die man einfach am Schiff nicht spielen kann. Von daher ist das Material, was ich an Land zeige, schon anders. Wobei ich natürlich mittlerweile auch, wenn ich eine Firmenfeier mache zum Beispiel, in den Genuss des wenigen Gepäcks mich selber bringe. Also ich sage auch, guck mal, irgendwie am Schiff habe ich da nur so ein Köfferchen dabei und funktioniert ja genauso gut. Also ja, es gibt schon noch Unterschiede, aber es gibt auch viele Überschneidungen auf jeden Fall. Verstehe. Wie viele Leute sind denn meistens so, wenn du auf einem Kreuzfahrtschiff zauberst, im Publikum? Das hängt wahrscheinlich auch von den Kreuzfahrtschiffen selbst ab, ne? Ob das jetzt auf AIDA ist oder auf einem kleineren. Genau. Aber wie viele sitzen da meistens so im Publikum ungefähr? Ja, es kommt tatsächlich quasi auf die Bühne an, auf der man spielt. Also die Schiffe haben ja teilweise mehrere Bühnen. Also auf den kleinen Schiffen, vielleicht muss man es immer so in Relation zu den Gästen, die auch an Bord sind, sehen. Bei den kleineren Schiffen, die so ein bisschen edler, teurer sind, hast du so um die 800-900 Pax, sagt man, also Gäste an Bord. Und die sind dann auch abends in der Show. Also so, da gibt es halt dann auch kein Alternativprogramm. Jeden Abend ist ein anderer Künstler und dann sind da die Leute auch. Also nicht alle natürlich, aber das Theater ist voll. Also da passen vielleicht so 500-600 Leute rein. Bei TUI zum Beispiel gibt es 2 Bühnen, da gibt es eine kleinere Bühne, da passen so 250 Leute rein. Da spielt man auch meistens mehrere Shows hintereinander und die sind auch immer voll. Ja. Was jetzt nicht an mir liegt, sondern auch einfach Zauberei ist sehr, sehr populär, ist immer voll. Bei TUI gibt es aber auch zum Beispiel die ganz große Bühne, wo dann wirklich irgendwie 1800 Mann reinpassen und das ist genauso voll. Ja. Also die Leute nutzen dieses Entertainment-Programm schon und gerade Zauberei wird echt richtig gut angenommen. Ja. Ja.
Verstehe. Hast du das Gefühl, dass das Publikum auf so einer Kreuzfahrt anders ist als zu Hause, weil du bist im Urlaub auf einer Kreuzfahrt, du hast so diese entspannte Atmosphäre und alle sind entspannter. Reagieren die auch anders auf dich? Und es ist natürlich internationales Publikum, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Oder? Ja, also so international ist es gar nicht. Also es ist schon deutschsprachig. Also die Schiffe, auf Ja. denen Ach ich so, zaubere, okay. zaubere ich natürlich auch auf Deutsch. Von daher ist dann da auch primär deutschsprachiges Publikum. Okay, verstehe. Ja, es gibt einen Unterschied, wobei man den Unterschied jetzt nicht konkret an irgendwas festmachen kann. Man spürt nur, dass es einen Unterschied gibt, weil quasi jeden Abend oder auch auf jeder Reise hast du anderes Publikum. Ne? Ich meine, wie du eben gesagt hast, man ist in Urlaubslaune. Das heißt, man hat in der Früh ein geiles Buffet gehabt. Dann ist man auf einen super Ausflug gefahren, hat irgendwie eine ganz tolle Kultur entdeckt, war vielleicht baden, hat am Strand gelegen. Dann hat man ein super Mittagessen gehabt, dann hat man ein tolles Abendessen gehabt, dazwischen hat man sich noch zwei, drei Cocktails gegönnt. Dann sagt man sich auch, komm, zwischen Abendessen und Zauberer gehen wir noch einen Cocktail trinken. Jetzt hat man schon drei Cocktails drin. Von daher, ja, sind die Leute in Urlaubsstimmung. Was mir oft in die Karten spielt, ne, weil ich auf der Bühne eher lustig bin, ich brauche gute Stimmung, ich habe jetzt wenig ganz poetische Nummern, sondern ich bin sehr interaktiv. Von daher, umso lockerer die Leute sind, umso cooler. Aber genau, zusammengefasst, die sind halt in Urlaubsstimmung. Ne? Wenn die ihren ganz normalen Alltagsstress haben, dann haben sie Wochenende und gehen abends ins Theater. Es ist natürlich ein anderer Fokus, als wenn sie halt nach meiner Show noch in die andere Show gehen und davor noch irgendwie der Band zugehört haben. Ne? Also man ist schon Teil des Ganzen. Die Leute sind lockerer, aber ich hatte immer ganz tolle Shows auf dem Schiff. Also ich hatte da nie irgendwie so eine Situation, wo gar keiner Bock hatte. So, ja. Cool, ey. Hammermäßig. Nee, Ja, macht Spaß auf jeden Fall. das hört sich wirklich, du machst das gerade echt schmackhaft. Ja. Dass man die Erfahrung zumindest mal einmal gesammelt haben will. So. Also Genau. für mich klingt Ich das sage jetzt das so auch. interessant, ja. Genau, ich sage auch immer, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann einfach mal machen. So, und danach kann man mitreden. Ne? Ich kenne viele Kollegen, auch aus dem Nicht-Zauberbereich, die halt sagen, das ist mein Traum, das ist genau das, wo ich arbeiten möchte. Andere können damit gar nichts anfangen. So, aber mal ausprobieren, wenn man die Chance dazu bekommt, kann ich nur empfehlen, ja. Würdest du sagen, es bedarf eine bestimmte Typ Zauberer, dass du sagst, okay, die Leute sind in guter Urlaubslaune und so weiter. Wenn du jetzt so ein richtig ernster, knallharter Mentalist bist, funktioniert es vielleicht nicht so gut, wie wenn du so ein lustiger Allround-Entertainer bist. Würdest du da unterscheiden? Nee, künstlerisch gesehen funktioniert dort alles, weil die Leute echt aufgeschlossen sind, aber menschlich nicht. Also man darf einfach kein super eingebildeter Typ sein, weil man muss natürlich verstehen, also man ist ja auch abhängig von den Leuten, die dort wirklich arbeiten. Ja, also man braucht seinen Stagehands, man braucht seinen Tontechniker, seinen Lichttechniker, seinen Entertainment Manager, man muss gut anmoderiert werden. Und wenn man da Starallüren hat, ja, und sich auf dem Schiff aufführt wie irgendwie der King irgendwas, dann ist man komplett falsch. Also man muss ein Teamplayer sein, man muss auch mal spontan reagieren, wenn die sagen, hey, wir haben gerade extremen Seegang und unsere Artisten können heute Abend die Roncalli-Show nicht spielen. Könntest du einspringen? Dann muss man ja sagen. Oder man muss es nicht, man kann natürlich nein sagen, aber es ist halt einfach so ein Teamgedanke, dann da ja zu sagen. Ja? Also ich glaube, menschlich muss man schon dafür gemacht sein, einfach sich als Künstler nicht zu ernst zu nehmen, auch wenn man natürlich einen gewissen VIP-Status hat. Und klar, man hat viele Vorzüge, die viele nicht haben auf dem Schiff, aber man muss auch ansprechbar sein, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, ab dem Moment, wo meine Show gelaufen ist, bin ich nicht mehr privat auf dem Schiff. So, das heißt, ich kann nicht in Badehose zum Frühstücken gehen, sondern halt ordentlich gekleidet. Ne? Ich kann jetzt auch nicht mit meiner Tochter dann, sage ich mal, mich vordrängeln an der Eisdiele, sondern wir müssen uns halt hinten anstellen. Ja? Das Ja. ist, aber was, das würde ich auch als Gast machen. Also auch als Gast würde ich Ja. mich irgendwie benehmen. So, Ja, ne? Und verstehe. als Künstler ist man natürlich nochmal anders im Fokus dann. Ja. Stimmt, das ist da sprichst du was an, da hatte ich mir noch gar nicht die Gedanken zugemacht. Wenn du einmal die Show gespielt hast, kennt dich ja jeder auf dem Schiff. Im Genau, ja. Endeffekt, du machst da zwar Urlaub und machst deine Kreuzfahrt, aber trotzdem kennen dich alle und gucken dich an und du bist nicht so anonym unterwegs, wie du es vielleicht sonst wärst. Ja? Ups, jetzt Stimmt. habe ich hier Alles entschuldigen. gut. Ja, und ja, genau, du bist nicht mehr anonym. Was aber, wenn man der Typ dafür ist, auch Riesenspaß machen kann. Ja, also auch lustig, irgendwie abends an der Bar zu sitzen und dann kommt wieder jemand, Mensch, die Show gestern war toll. Das erlebt man ja im echten Leben auch, aber meistens fährt man dann nach Hause und da hat man halt die Möglichkeit, auch mal einen Abend mit den Leuten zu verbringen. Ja, und dann trinkt man zusammen Cocktail und plötzlich lernt man auch wieder neue Leute kennen. Die Leute sind interessiert an dem, was man tut. Also ich habe es nie als störend empfunden. So, ich fand das immer sehr, sehr angenehm.
Ne? Also klar nervt es irgendwann, wenn du im Pool liegst irgendwie und dann die ganze Zeit irgendwelche Zauberer-Gags und so. Klar, das gehört dazu, aber das kann man auch weglächeln. Ja? Ja. Aber ja. Jetzt irgendwie so eine ganz negative Erfahrung habe ich damit noch nie gemacht. Nee. Hammermäßig. Ey, das klingt nach einem sehr, sehr, sehr schönen Kapitel in deinem Leben. Ja, absolut. Das ist das Kapitel, du stehst auf der Bühne und zauberst. Und nicht nur das, du hast ja auch deine Shows hier in Deutschland. Spielst du in einem eigenen Theater oder wo spielst du denn hier in Deutschland deine Shows? Abgesehen von hier im Feiern. Genau. Ja, also ein eigenes Theater habe ich nicht. Ich bin so im ganz normalen Tourtheater unterwegs, moderiere eben auch viele verschiedene Galashows mit anderen Künstlern zusammen. Durfte jetzt auch schon ein paar Mal im Varieté arbeiten, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Sprich, man ist über einen längeren Zeitraum im selben Theater engagiert. Ich habe zum Beispiel im Winter in der Nähe von Kassel gespielt, in Kalten, mit Jongleuren, mit Komikern, also mit ganz vielen verschiedenen Künstlern zusammen, habe dadurch den Abend geführt. Ja, also aber so grundlegend so klassisches Tourtheater. Ja, das ist aber was mir viel Spaß macht mit meinem Soloprogramm. Ich spiele auch gerne Mixshows mit, wo ich dann so einen 20-Minuten-Slot habe. Genau, aber eine eigene Bühne oder sowas habe ich nicht. Nee. Verstehe. Genau. Aber das bist du als Alexander Lehmann, Zauberkünstler auf der Bühne. Du hast dich irgendwann in deinem Leben dazu entschlossen, du möchtest nicht nur vorführen, du möchtest auch anderen dabei helfen, selbst dahin zu kommen. Zauberschule Nürnberg, was ist da die Geschichte? Wie hat das wann angefangen und was hat dich dazu bewegt, deinen Teil dazu beizutragen? Genau, naja, also ganz grundsätzlich war es halt bei mir auch so, dass ich hatte einen Zauberlehrer, das war Werner Fleischer, der ist mittlerweile leider verstorben, aber ich habe irgendwann in meinem Leben oder in meiner Karriere gemerkt, dass ich niemals da wäre, wo ich bin, niemals so viele Auftritte hätte, so tolle Auftritte hätte, so viele Leute kennenlernen würde, hätte ich nicht wirklich einen Coach gehabt. Ja? Weil, da haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten, man kann auf YouTube kann man extrem viel lernen, man kann viel Wissen sich aneignen, aber um das wirklich erfolgreich im echten Leben auf der Bühne umzusetzen, brauchst du einfach jemanden, der den Weg schon mal gegangen ist, mit dem du dich unterhalten kannst. Und das so. Gilt ja nicht nur für die Zauberei, das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche. Ne? Ja, ja, du brauchst absolut, einen Mentor. Du kannst es alleine machen, aber der Mentor spart dir all die Male, wo er auf die Schnauze gefallen ist, dass du dich selbst auch nochmal auf die Schnauze fallen musst. Ganz genau. Du sparst dir Zeit, ja. Ganz genau. Ja, und dann war der Weg so, ich habe irgendwann Robert Esser kennengelernt, so über die Zauberei. Und der hat vor, ich glaube, 25 Jahren die Zauberschule Nürnberg gegründet und hat damals einen Riesenerfolg damit gehabt, hat es auch wirklich sehr schulisch aufgebaut, also wirklich Semester und einmal die Woche und dann Zwischenprüfung, Abschlussprüfung, irgendwann die Aufnahmeprüfung im Magischen Zirkel, Abschlussshows, also wirklich wahnsinnig durchstrukturiert und hatte da dann teilweise wirklich jede Woche jeden Tag in der Woche einen Kurs am Laufen, teilweise zwei am Tag, teilweise mit 20 Teilnehmern, also ein riesen Ding war das. Und Robert und ich haben ja einfach ganz viele Projekte schon gemeinsam gemacht. Wir waren zusammen auf der Bühne gestanden, haben zusammen Festivals organisiert und irgendwann ist er in Rente gegangen, also nur, dass man den Altersunterschied quasi versteht. Yeah. Und hat dann halt auch seine Zauberschule Nürnberg quasi gesagt, er gibt die jetzt auf. Und ich hatte halt parallel dazu mir hier sehr große Räume gemietet, einfach als Lager, als Proberaum, als Büro. Und habe mir dann gedacht, Mensch, eigentlich wäre es doch schade, das nicht zu nutzen. So. Und dann habe ich eben mit dem Robert gemeinsam gesagt, komm, wir starten die Zauberschule Nürnberg nochmal neu. Er unterrichtet auch weiterhin noch hier. Ein bisschen anderes Konzept. Also es gibt jetzt mehr so Wochenend-Workshops als jetzt so eine gesamte Schulausbildung. Ja, und so ist es entstanden und dann war halt die Nachfrage auch da. Ne? Das ist ja immer auch so die Frage, also wir hatten uns anfangs eigentlich nur auf Erwachsenenkurse spezialisiert, irgendwann kamen dann halt auch viele Kinder dazu, Jugendliche dazu und ja, jetzt haben wir eben so verschiedene Angebote, die wir da machen, wo wir dann echt zu Grundlagen beibringen. Und parallel dazu habe ich auch schon immer noch so, wie so Privatschüler gehabt, die sich halt wirklich dann face-to-face alleine mit mir getroffen haben und ich die halt auf ihren Weg angeschubst habe, begleitet habe und auch immer noch begleite. Ja. Mhm. Wie viele aktive Leute habt ihr da jetzt in der Schule, wo du sagst, du kennst die ja alle beim Namen und so weiter und du sagst, du möchtest denen ein Coach sein und ihnen helfen? Man kann ja nicht bei 100 Leuten gleichzeitig auf die Finger schauen und 100 Leute gleichzeitig begleiten oder 1000 Leute. Wie viele Leute habt ihr da? Genau. Ja, also es ist ja nicht so, dass die jetzt quasi Mitglied in der Schule werden. Das heißt, die kommen halt zu einzelnen Kursen. Wir haben pro Kurs haben wir maximal 12 Teilnehmer.
damit wir das eben, was du eben sagst, ja, auch hinkriegen, ja, da wirklich noch individuell zu gucken, hey, wie hältst du deine Finger und so, ja. Und wir machen gar nicht so viele Kurse, weil ich es zeitlich einfach überhaupt nicht schaffe. Wir machen so im Monat 2 Kurse mit 12 Leuten ungefähr. Je nachdem, im Winter natürlich weniger, im Herbst dann wieder ein bisschen mehr und so. Aber genau, es sind jetzt keine Tausenden von Leuten. Und das Coole ist aber halt, dass sich oft dann aus diesen Kursen wieder so eigene Communities bilden. Also die gründen WhatsApp-Gruppen, bleiben weiter in Kontakt, treffen sich weiter, laden mich dann auch manchmal dazu ein, fragen, Hensch, Alex, hast du nicht mal Lust, zu unserem eigenen Treffen jetzt dazu zu kommen? Und ja, oft entsteht dann da auch fast schon so eine, ja, Freundschaft, vielleicht jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall ein Kontakt. Man schreibt sich mal ein WhatsApp, man kriegt mal ein Video von denen geschickt, guck mal, ich hatte hier mal einen Auftritt und so. Und so begleite ich die dann natürlich und gab auch schon welche, die ich dann halt auch mal in meine Shows gebucht habe, als Newcomer quasi. Ja. Also ganz, ganz cool eigentlich, ja. Oh, das klingt echt super. Das heißt, es kann theoretisch jeder, der sich sagt, auch egal auf welchem Level er gerade ist, ob er jetzt sagt, ich möchte anfangen oder ob er schon zaubert und sagt, ich möchte gerne den nächsten Schritt machen, wie auch immer der konkret aussieht. Jeder kann sich bei dir melden und du gibst denen dann Termine für Kurse und da kann man sich dann anmelden zu. Genau, also man kann auf zauberschule-nürnberg.de gehen, da sind die Kurse. Was natürlich auch immer so ein Thema ist, ist, also jetzt nicht nur auf mich bezogen, ja, sondern es ist allgemein ein guter Tipp, wenn man sagt, man möchte wirklich in der Zauberei weiterkommen, man möchte weg sozusagen vom Kartenspiel auf dem Sofa hin auf die Bühne. Ganz egal, ob das jetzt eine Riesenbühne ist oder ob das jetzt eine kleine Geburtstagsfeier ist, es ist immer gut, einfach zu anderen Zauberern Kontakt aufzunehmen. Und ich kenne auch niemand so in meinem Umkreis, und ich würde schon sagen, dass ich viele kenne, der da Nein sagen würde. Ja, also auch immer, wenn mich jemand anschreibt, wenn es meine Zeit zulässt, ich antworte gern ausführlich, ich telefoniere auch gerne mal, ich gebe gerne Tipps, auch jetzt ohne da irgendwie dran verdienen zu wollen, weil ich einfach das so wichtig finde, ja, dass man die Zauberei weitergibt und den Leuten auch, ja, einfach Unterstützung gibt, wenn sie es wollen. Ja. Ja, richtig. Nee, das ist auch wichtig, dass du gerade sagst, man muss sich da trennen von und loslösen von immer finanziell zu denken. Ich bin auch genau der festen Überzeugung, je mehr Gutes du gibst, desto Gutes erhältst du. Und du siehst es ja, je mehr du die begleitest, sie wachsen mit dir und sind dir natürlich wiederum dankbar und laden dich wieder zurück ein. Und so ist es ja ein Geben und Nehmen. Das finde ich sehr schön. Ja, absolut, genau. Und selbst ohne diesen Gedanken ist es, glaube ich, einfach wichtig, die Zauberei weiterzutragen. Ja, weil sonst stirbt die Zauberei irgendwann aus. Wenn nie ein Zauberer, so einen guten Freund von mir, der sagt, wenn nie ein Zauberer jemals einen Trick verraten hätte, gäbe es nur einen Zauberer auf der Welt. Ja, und von daher finde ich das immer wichtig, dass man sich einfach supportet. So. Ganz das, egal, wo man in der Karriere steht. Da bist du bei mir ja sowieso an der richtigen Adresse. Das ist der Grund, warum ich überhaupt tue, was ich tue. Wir verfolgen da ja im Prinzip ähnliche Ziele, nur ich sehe mich da als jemand, der diesen Funken überspringen lassen möchte zur Zauberleidenschaft, und du bist jemand, der das dann festigt und der da ein großes Feuer draus machen möchte. Ich glaube, das passt wunderbar, und sowas ergänzt sich auch gut. Ja, voll, absolut. Definitiv. Ja, nicht zuletzt dadurch ist ja auch dann so gemeinsame Projekte auch entstanden, ne? Weil man halt sagt, richtig. Mensch, was für eine Brücke, ha? Ja, richtig, hammermäßige Überleitung, ne? Moderator durch und durch. Wahnsinn. Ja, nee, aber tatsächlich ist es ja so, dass man mit so einer lokalen Zauberschule auch halt nur lokale Leute erreichen kann. Also wir hatten auch schon Leute, die wirklich 300 Kilometer zum Kurs hergefahren sind, was aber halt auch zeigt, also es gibt mehr Zauberschulen in Deutschland, ne? Wir sind nicht die einzigen. Ja, richtig. Aber es zeigt natürlich auch, wie entschlossen manche sind, dass sie das lernen wollen. Ja? Und ich meine, da war ja auch dann irgendwann die Überlegung, eben jetzt mal vielleicht auf die Secret School auch zu kommen, zu sagen, wie können wir denn quasi die Leute, die durch YouTube, nicht zuletzt auch durch dich, angefixt sind und richtig Bock haben, wo dieser Virus losgegangen ist, wie können wir die denn jetzt nicht irgendwie ein bisschen intensiver begleiten und ein bisschen tiefgehender begleiten, als es eben ein YouTube-Video, was ja für die Masse funktionieren muss, eben leisten kann. Ne? Und so ist ja dann letztendlich auch die Secret School entstanden, wo wir gesagt haben, hey, wir machen Masterclasses mit wirklich Profis, so, die dann ein ganz spezielles Thema im Detail, per Video, per speziellen Kamerashots etc. einfach so versuchen rüberzubringen, dass man es eben auch ohne diesen Face-to-Face-Kontakt schaffen kann. Wobei, richtig, auch das ersetzt es nicht. Trotzdem, ja, auch wenn man sich da weiterbildet, man muss sich eine Community aufbauen, man braucht Kontakt zu anderen Leuten, mit denen man sich trifft und austauscht. Auch das können wir in der Secret School nicht ersetzen. Ja, richtig. Also das ist nur ein On-Top. Es ist ein weiteres Hilfsmittel. Im Prinzip
ähnlich wie sich ein Buch zu schnappen und darin zu blättern, nur halt, dass man es in Form von Videoformat hat. Aber auch das Buch lesen oder das Video schauen ersetzt nun mal nicht wirklich face-to-face jemanden zu haben, der ihm auf die Hände guckt. Da bin ich ganz bei dir. Das heißt, du hast dir jetzt gesagt, du kannst gerade keine Kurse geben und in der Zauberei und in der ganzen Entertainment-Branche steht die Welt gerade irgendwo still. Du möchtest, dass es weiter rollt und es weiter zum Rollen bringt. Du hast jetzt wirklich direkt mit dieser ganzen Quarantäne-Geschichte die Secret School eröffnet. Ne? Das war ja zu dem Zeitraum. Genau, also das, die Idee gab es schon ganz lange, ne, dass man sagt, man schafft sozusagen noch so ein Online-Angebot neben der Zauberschule in Nürnberg. Aber die Zeit war nicht da. Ne? Also ich war halt auch einfach ständig on Tour, dauernd irgendwo unterwegs, bin dauernd irgendwo hingefahren, hingeflogen und so weiter und so fort. Und ja, durch Corona war jetzt einfach die Zeit. Und so. Und ich habe dann ganz schnell gesagt, jetzt ist der richtige Moment, das zu tun. Weil einmal haben die Leute jetzt Zeit zu Hause, um das zu konsumieren. Und vor allen Dingen habe jetzt auch ich Zeit, das mit meinem Partner zusammen, mit dem Uwe, das auch einfach zu programmieren, das umzusetzen. Und vor allem haben jetzt auch die Kollegen Zeit, sich darum zu kümmern, einen Kurs zu produzieren etc. Ne? Also ja, da hat uns jetzt Corona natürlich in die Taschen gespielt. Und ja, jetzt nutzen wir die Zeit eben sinnvoll. Richtig, absolut richtig so. Nee, das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Message, die du damit sendest. Dass man sich nicht, wenn man in so einem Loch drin steckt, in diesem Loch aufhalten muss und man kann jammern und weinen, dass man in diesem Loch drin steckt, oder man kann die Ärmel hochkrempeln und versuchen, da rauszuklettern und Gas zu geben. Ne? Absolut, ja. Das ist eh ein Tipp, was ich jedem da außen geben kann, so ein bisschen auch das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Ja? Also klar ist man darauf angewiesen, dass man gebucht wird, aber also bei mir war es zum Beispiel auch mit den Festivals, die ich organisiere. Ja? Das war so, dass ich halt gesagt habe, boah, ich würde total gerne mal bei so einer großen Zaubergala auftreten. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kriege ich jetzt Kollegen dazu, dass sie mich buchen? Da habe ich mir gedacht, naja, oder ich mache es halt einfach so, ich buche halt die Kollegen. So, weißt du? Und habe halt dann mein eigenes Festival geschaffen, was Gott sei Dank auch sehr erfolgreich war vom ersten Mal an. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich, und dieses Loch, das gibt es ja auch außerhalb von Corona, weißt du? Also man hat ja auch so, gerade wenn man anfängt zu zaubern, dann mal einen Monat überhaupt keinen Auftritt. Und man sich denkt, ja, woran liegt das? Ja, dann einfach selber einen Auftritt organisieren. Mietet euch irgendwo bei euch in der Schule die Aula, mietet euch irgendwo ein Kulturzentrum, mietet euch irgendein Restaurant, sprecht mit denen. Erstmal nicht das Geld irgendwie im Fokus stellen, sondern dieses Auftreten, ne? Und sagen, hey, ich möchte was tun, ich möchte was machen. So. Und dann ladet Freunde ein, die Freunde sollen Freunde einladen und schon habt ihr da ganz schnell 50, 60 Leute sitzen, die halt eure Show anschauen. Ne? Also von daher, glaube ich, muss man auch einfach selber gucken, wo man hin möchte und halt auch was dafür tun. Und Verantwortung für sich übernehmen. Man kann nicht immer nur Glück haben. Glück ist super wichtig und man muss für sein Glück vorbereitet sein. Ja, man muss vorbereitet sein, genau. Ja. Das ist ein super Satz, ne? Ja. Weil, und man kann es auch ein bisschen selber anschubsen. Also auch Glück lässt sich ja so ein bisschen anschubsen, weil umso mehr Leute man kennt, umso mehr Leute einkennen, umso mehr Chancen für Glück gibt es ja dann auch. Ne? Das heißt, du hast dir überlegt, du möchtest jetzt ein Festival starten. Und das findet jetzt einmal im Jahr findet das statt? Genau, also das, das Ursprungsfestival findet einmal im Jahr statt. Mhm. Wir haben jetzt mittlerweile, wurde jetzt leider abgesagt, aber wir hätten jetzt in 3 Wochen hätten wir noch ein zweites Festival gemacht, was nicht auf der Bühne ist, sondern im Close-Up-Bereich ist, in so einem Schloss, wo dann die Leute so durchwandern und Rätsel lösen müssen und Shows sehen. Genau, da gibt es noch so eine Zaubergala, die ich in 3 verschiedenen Theatern anbiete. Genau, aber dieses Festival ist einmal im Jahr, geht immer so über ein Wochenende, also Donnerstag bis Sonntag. Jeden Abend dann große Galashow mit wirklich fantastischen Kollegen. Also ich hatte echt so die Creme de la Creme der deutschen Bühnenkünstler irgendwie schon da. Und ja, wirklich, also ich, für mich immer eine Ehre, da auftreten zu dürfen, bis ich merke, dass ich es organisiert habe. Das ist ganz lustig. Ja, ja, krass. Ey, aber ja. Das klingt nach extrem viel Arbeit, die da drin steckt, ne? Und extrem viel Zeit. Mhm. Ja, es ist viel Arbeit, es ist viel Zeit, die ich natürlich auch nicht alleine mache. Ne? Also ich habe natürlich ein Team hinter mir stehen. Ich habe Leute, die mir da helfen. Der Robert zum Beispiel war von Anfang an auch als Mitorganisator dabei, der mir viel abgenommen hat. Ich habe auch mittlerweile den André, mein Manager, der mir da einfach viel Arbeit abnimmt. Habe um mich rum ein großes Team. Mein guter Kumpel, der Uwe, mit dem ich jetzt auch die Secret School mache, hilft immer mit. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so eine Message, die man gut raussenden kann. Team, man braucht ein Team. Man kann nicht alles alleine machen. Dementsprechend, ja, es ist viel Arbeit, aber halt auch eine Arbeit, die wahnsinnig Spaß macht. Also so, klar gibt es dann so kurz vorm Festival irgendwie Tage, wo ich echt nicht mehr so richtig schlafe,
und halt Vollgas gebe, aber es macht Spaß. Und am Ende lohnt sich's, ja. Also gar nicht finanziell gesehen, sondern es lohnt sich halt dann einfach diesen Moment zu haben. Und das ist vielleicht auch was, was ich gemerkt habe. Deswegen kann ich das jedem nur empfehlen, eigene Shows mit Kollegen auch zu entwickeln. Weil in dem Moment, wo man der Organisator dieses Events ist, zahlt quasi jeder Moment, auch jeder Superkünstler, der dort auftritt, auch irgendwo in dein Konto ein. Also die Leute spüren, wow, der Alexander Lehmann, was hat denn der hier für krasse Leute nach Nürnberg geholt? So, na, und das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl, wenn man merkt, diesen ganzen Abend, alle Leute, die hier beteiligt sind, sind nur da, weil ich das irgendwann mal angestoßen habe. Das ist ein tolles Gefühl, das kann ich nur empfehlen. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ja. Ey, du bist hier super ambitioniert, du hast hier riesige Projekte gerade am Laufen. Wo soll das noch alles hingehen? Wo möchtest du noch hin? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das sind noch Träume, die ich mir erfüllen will, das sind noch Ziele, die ich erreichen will? Jede Menge. Ich stehe erst am Anfang irgendwie. Ja. Ja, also es gibt natürlich einmal diese ganze Varieté-Welt, das ist was mir sehr viel Spaß macht, in der ich aber noch nicht super etabliert bin. Ja, also es gibt ja ganz viele großartige, tolle, große Varietés in Deutschland. Da möchte ich gern weiter reinkommen. Was auch immer so ein Ding ist, ich möchte natürlich auch immer an der Zauberei arbeiten. Das ist jetzt so, wenn man da mir so zuhört, was ich alles mache und ganzen Projekte und so, klingt es natürlich so ein bisschen so, ja, wann hat er denn überhaupt Zeit, neue Tricks zu lernen? Ja, richtig. Und das richtig. Ist auch ein Stück weit so. Es ist auch ein Stück weit so. Also mein Ziel ist es schon, und da spielt man natürlich jetzt Corona auch wieder rein, einfach wirklich mal wieder ganz neues Material schreiben. Auch so ein bisschen dieses Hobby-Zauber nicht zu verlieren. Na? Weil, das kennst du wahrscheinlich auch ein Stück weit, wenn man die Zauberei zum Beruf macht, lernt man nicht mehr irgendwelche Kartengriffe, die man vielleicht gar niemals vorführen wird, weil sie halt einfach nur Spaß machen zu lernen. So. Und das ist schon eine Balance, wo ich jetzt langsam auch eben, dadurch, dass ich vor 2 Jahren Papa geworden bin und so, auch eine andere Verantwortung habe, dass einfach auch mein Privatleben wieder stattfindet. Ne? Weil ich schon sehr, sehr viel gearbeitet habe, sehr viel unterwegs war, kaum zu Hause war, viele Freunde vernachlässigt habe, das muss man auch einfach ganz klar sehen. Und so, das heißt, meine Ziele sind gerade eher so in dem Gesamten, dass man ein bisschen fokussierter ist, auch sich wieder ein bisschen Privatleben nimmt und ja, aber das klappt alles gut. Also da bin ich gerade auf einem guten Weg, absolut. Bist du ein sehr strukturierter Mensch? Hast du dir so einen Zeitplan? Nee, das würde mich jetzt einfach interessieren, weil ich fühle mich so überfordert, wenn ich hier jetzt noch vorstellen würde, ich hätte noch ein eigenes Haus, um das ich mich kümmern müsste, ich hätte noch ein Kind und dann hast du noch mal eine ganz andere Verantwortung. Ich meine, ich wohne mit meiner Freundin zusammen, wir haben einen Hund. Und das ist schon, boah, ey, wir schieben schon hin und her und machen Termine, wer ist wann aus dem Haus, weil einer muss ja mit dem Hund sein. So, wenn du jetzt eine Familie hast und du hast noch Zauberschule, Festival, Online-Zauberschule und bei all dem willst du noch als Künstler, ne? Nicht nur das ganze Business dahinter, sondern du möchtest als Künstler auch diesen Aspekt nicht vernachlässigen. Hast du einen Zeitplan oder sagst du dir, okay, von 9 bis 12 zaubern, von 12 bis 16 oder wie machst du das? Ja, ich sage immer, ich habe sehr viele gut strukturierte Menschen um mich rum. ja, also das kenne ich. Also sagen wir so, ich bin ganz grundsätzlich ein sehr impulsiver Mensch. Ne? Das heißt, wenn ich eine Idee habe, dann wird die umgesetzt, ohne Konsequenz erstmal. Und dann wird die durchgezogen und dann wird dran gearbeitet. Und wenn es halt 5 Ideen gleichzeitig sind, dann sind es 5 Ideen. Ich lerne Struktur immer mehr. Klar, es ist auch wichtig. Habe aber halt mittlerweile auch einfach viele Leute um mich rum, die mir viel Arbeit abnehmen. Ja, also das ist halt, glaube ich, auch irgendwann so ein Learning, was man haben muss, dass man einfach nicht alles selber schaffen kann. Und irgendwann ist es halt gut, jemanden zu haben, der die Auftrittsanfragen für einen beantwortet, der sich um die Organisation drumherum kümmert, der einfach guckt, wie ist der Tourplan, wo übernachtet man und so weiter. Also dieses ganze Organisieren drumherum, es macht irgendwann Sinn, die Steuer einfach einen Steuerberater hinzuwerfen und damit nichts mehr zu tun zu haben. Es macht Sinn, einfach Leute zu haben, die einen so das alles drumherum abnehmen. Deswegen ist es auch sehr ernst gemeint. Also ich habe halt sehr viel strukturierte Leute um mich rum. Ich selber bin überhaupt nicht strukturiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie Pläne... Also sagen wir so, was ich irgendwann für mich geschaffen habe, ist halt dieser Proberaum. Das heißt, ich verlasse in der Früh das Haus, fahre in meinen Proberaum, bin auf Arbeit und fahre abends nach Hause. Und ich habe auch zu Hause keine Zaubersachen mehr. Also klar, jetzt mal irgendwo ein Kartenspiel werde ich schon noch finden, wenn es jetzt Not am Mann wäre, aber... Es gibt daheim nichts, was mich in diese Zauberei wieder reinzieht. Also ich beantworte auch zu Hause keine E-Mails. Ich bin zu Hause wirklich privat. Wenn ich telefoniere, dann telefoniere ich da mit Freunden und auch nicht mit irgendwelchen Geschäftspartnern oder so. Und
das dann halt hier innerhalb meines Arbeitstages im Proberaum, da bin ich nicht strukturiert. Da mache ich, was zu tun ist, aber zumindest diese Grundstruktur, Privatleben und Zauber-Business irgendwie zu trennen so. Ja, und seit ich das mache, entdecke ich mich aber halt auch, wie ich dann doch mal, vielleicht doch mal zu Hause ein Kartenspiel in die Hand nehme, aber überhaupt nicht mit dem Gedanken, einen neuen Trick zu lernen, sondern eher so dieses alte Feuer, was man ja hat am Anfang, dass man, oh, jetzt übe ich den Double Lift in der 8. Variante und so. Dinge, die man am Ende nie brauchen wird im echten Leben, aber die halt Spaß machen so. Ne? Und ja, habe auch andere Hobbys. Ich fotografiere zum Beispiel sehr, sehr gerne und gebe dem dann auch immer wieder Zeit. Und ja, also das ist meine grundlegende Struktur, Arbeit und Privatleben zu trennen, aber wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, dass ich dann hier im Proberaum ultra strukturiert bin. Da bist du aber, glaube ich, echt einer von ganz wenigen. Also du bist jetzt auch jetzt gerade in deinem Büro, ne? Du bist nicht zu Hause gerade. Ja, genau. Ich sitze jetzt quasi so in der Zauberschule Proberaum. Das sind hier so mehrere Räume, wo alle Sachen stattfinden, alle Brainstorming-Runden, alle Kurse für die Secret School aufgezeichnet werden. Ja. Großer Kreativraum mit so ein paar Nebenräumen, ja. Also das stelle ich mir absolut, also das ist für mich, klingt das fast schon, ich würde fast schon sagen, das wäre für mich ein Luxus, mir so ein Büro dazu mieten zu können. Wie ist das? Funktioniert das finanziell? Weil wenn ich jetzt merke, ich zahle hier so einen Haufen Miete hier für die Wohnung, wenn ich jetzt noch was Zweites und was Drittes dazu mieten würde, puh, wie ist das? Und wie hat das angefangen? Und auch als du angefangen hattest damit, wie war der Entschluss, okay, ich muss jetzt mein Geld nochmal doppelt aufsplitten und noch mehr Budget einrechnen dafür? Genau, ja, es funktioniert finanziell. Also ich würde es nicht machen, wenn ich es mir nicht leisten könnte so. Also ich würde jetzt nicht irgendwie dann, keine Ahnung, mit Frau und Kind in der WG wohnen, nur dass ich diesen riesen Proberaum habe. Ja, es geht. Ja. Ich habe den Proberaum aber auch schon zu Zeiten gehabt, wo es noch nicht easy ging. Ja? Weil für mich einfach irgendwann klar war, und das ist eine ganz grundsätzliche Haltung, auch einfach Geld gegenüber. Ich glaube, man muss immer bereit sein zu investieren, bevor man ernten kann. Ja? Und für mich war wirklich ein Proberaum zu haben, wo all meine Sachen sind, so ein Boost, auch was meine Arbeit danach anging, meine Produktivität anging, dass sich das hier ums Hundertfache lohnt. Also das ist, aber ich habe es mir auch schon geleistet zu Zeiten, wo ich wirklich dann schauen musste, kann ich es mir nächsten Monat noch leisten. So. Die allerwichtigste Entscheidung war dann halt auch, wie einfach meine Tochter auf die Welt kam, weil klar war, ich kann nicht zu Hause sitzen und irgendwie einen Kartentrick proben, und nebenan schreibt meine Tochter und meine Frau ist dann genervt, weil ich nicht hingehe. Ja, also einfach, um so einen Familienkonflikt auch aus dem Weg zu gehen, hat eigentlich primär meine Frau gesagt, Alex, du musst hier ausziehen. Also zumindest dein Zauberzeug muss hier raus aus der Wohnung. Und ja, so ist es dann alles entstanden. Also und tatsächlich muss man auch sagen, man muss sich ja keine Wohnung mieten. Ja, aber es gibt auch ganz viele kleine Proberäume, die man sich auch mit Kollegen teilen kann und so, wo man jetzt nicht im Monat irgendwie Tausende von Euros für hinlegen muss. Aber so ein, oder wenn es im Keller ein Raum ist, den man sich dafür herrichtet, aber es macht schon ab einem gewissen Punkt, klar jetzt nicht am Anfang, aber es macht irgendwann einfach Sinn. Ich meine, du hast ja auch dein Arbeitszimmer, wo du deine Videos drehst, die drehst du jetzt auch nicht in der Küche oder auf dem Klo. So, und von daher ist es schon auch räumlich gesehen irgendwann sinnvoll, sich da was zu überlegen. Ja. Definitiv. Vor allem auch einfach, was den Kopf angeht. Ne? Du weißt, du fährst zur Arbeit und jetzt wird nur gearbeitet und du machst nichts Privates und genauso zu Hause, jetzt ist nur Zeit für meine Familie und da nehme ich mir keine Arbeit mit hin. Man ist zu Hause auch immer abgelenkt von irgendwas. Ich glaube, das merken jetzt auch gerade viele im Homeoffice, die Schüler im Homeschooling. Viele schreiben mir da dann auch, weil ich frage auch immer wieder, ist es nicht eigentlich viel genialer, Homeoffice und so weiter? Für mich persönlich wäre das der absolute Hammer. Also ich sitze den ganzen Tag sowieso zu Hause. Aber ich meine, wenn ich jetzt Angestellter wäre irgendwo, würde ich mir auch das Homeoffice wünschen. Und da kommt dann auch oft die Resonanz, nee, ich schaffe zu Hause weniger, obwohl ich theoretisch mir den Weg zur Arbeit spare. Einfach, weil man immer abgelenkt ist, ne, von der Familie. Und dann will man sich was zu essen machen und man nimmt sich zu Hause dann doch mehr Zeit, als man sich auf der Arbeit nehmen würde und so weiter. Na klar. Du, und das kann man ja in alle Bereiche, also das auch wenn man jetzt noch in der Schule ist oder so, ne, ist viel produktiver, rauszugehen und seine Hausaufgaben in einem Café zu machen oder sich irgendwo einfach irgendwo anders hinzusetzen als zu Hause, man ist immer produktiver, klar. Ja. Also außer man schafft sich halt zu Hause wirklich eine Arbeitsatmosphäre, wo man die Tür zusperrt und sagt, jetzt ist Arbeit und hier ist auch nur Arbeit.
Ja, also ich kann am Ende immer nur für mich sprechen, so, aber für mich gibt es keinen Weg mehr zurück. Also das ist auch, wie du eben sagst, ist eine andere Atmosphäre. Weißt du, man fährt los, nimmt sich seinen Kaffee mit, so, fährt in sein Büro sozusagen. Und es ist einfach ein Unterschied, ob ich in einem Raum bin, wo nur Zauberei ist, wo ich den Platz habe, hier auch zu proben, und mich dann wirklich 3 Stunden hinstelle und einen Trick übe und immer wieder vor der Kamera meinen selben Vortrag erzähle. Es ist was anderes, als würde ich das irgendwie daheim machen und im Hintergrund, keine Ahnung, kochen dann deine Mitbewohner schon oder deine Eltern oder deine Frau oder Mann oder wer auch immer so. Es ist was ganz anderes. Ja, ja. Absolut. Ja. Absolut. Verrückt, verrückt. Also das, also jetzt haben wir ganz schön lange über diesen Raum hier gesprochen. Ja, richtig. Ich weiß, ich hab auch gerade mittendrin irgendwann kurz im Hinterkopf realisiert, warte, jetzt reden wir, haben wir eine Viertelstunde über Kreuzfahrtzauberei geredet und reden eine halbe Stunde über einen Proberaum. Aber ich glaube, das ist wirklich einfach ganz interessant. Ich kenne es von mir, okay, krass, jetzt schleiche ich einen ganz anderen Bogen ein, aber ich kenne es von mir und ich weiß das auch von vielen anderen Künstlern. Ich glaube, gerade bei uns in der Branche hat jeder früher oder später zu kämpfen mit ausgebrannt sein, mit überfordert sein und fällt irgendwann früher oder später in ein tiefes Loch. Deswegen finde ich es doch sehr spannend, darüber zu reden, wie du es schaffst, auch in deinem Kopf dir dieses Gleichgewicht einzuhalten. Ne? Weil ich glaube, wenn man sich voll und ganz reinsteigert in eine Kunst, in eine Entertainment-Branche, wie auch immer, und du willst auf der Bühne stehen, ich glaube, jeder übernimmt sich da irgendwann und deswegen finde ich es wichtig, dass wir diese Message auch aussenden und dass voll, du diese und ich glaube, man kann die Message auch sehr konkretisieren, ja, weil, weißt du, jetzt hört deine Community zu und geht noch zur Schule und ist froh, wenn sie sich vom Taschengeld mal ein cooles Kartenspiel kaufen kann, und da ist natürlich jetzt ein eigener Raum völlig unrealistisch in der Lebensphase. Aber man kann ja diese Struktur auch im ganz, ganz Kleinen schaffen. Also es langt ja schon, in seinem Kinderzimmer sich einen eigenen Schrank hinzustellen, wo die Zaubersachen drin sind. Auch das hilft. Also, weißt du, wirklich einfach mal zu gucken und sich dann halt wirklich mal bewusst die Zeit nehmen, Handy weglegen, am besten ausschalten, vielleicht eine schöne, entspannte Musik reinmachen, diesen Zauberschrank öffnen, sich gucken, was hat man da drin, den auch mal sortieren, sich mal Listen schreiben, was möchte ich als nächstes lernen, sich mal bewusst damit auseinanderzusetzen. Ja, das hilft ja auch schon. Und das werden sich die meisten irgendwie realisieren können, dass sie eine Kiste haben, einen Zauberschrank haben, wie auch immer. Ja. Sich die Garage vom Papa irgendwie teilen, wie auch immer. So, aber ich glaube, der Grundgedanke, den kann irgendwie jeder umsetzen, sich da einfach ja, zu fokussieren am Ende, das ist es ja, ne? Ja, richtig, richtig. Wie war das denn bei dir, als du gerade angefangen hattest? Hattest du dir bei Papas Garage was in eine kleine Ecke eingerichtet? Und was mich vielleicht auch noch interessieren würde, weißt du noch, wie dein erster Auftritt war und wie du zur Zauberei, wie so dein Anfangsweg war? Bist du dem Zirkel beigetreten damals oder wie ist das angefangen bei dir? Weil du sagst, du hast von Werner Fleischer ja viel gelernt erstmal. Das würde mich interessieren. Mhm, genau. Also ich überspringe jetzt mal so den ersten Teil, weil das war wirklich Zauberkastengeschenk bekommen, fand ich toll. Zauberbuchgeschenk bekommen, fand ich toll, wollte irgendwie einsteigen. So. Ja, also das ging wahrscheinlich auch über 2 Jahre so, dieses Grundverlangen, ich war natürlich damals schon im Internet, aber da gab es all diese Möglichkeiten heute noch nicht. Und dann war ich schon immer, also auch als Kind, so war ich immer sehr entschlossen. Also wenn ich was wollte, dann wollte ich es. Es war zum Beispiel so, ich mochte Spielzeug nicht, sondern ich mochte immer die echten Sachen. Also wenn ich Bauarbeiter spielen wollte, dann wollte ich einen echten Bauarbeiterhelm zum Spielen und keinen Spielzeugbauarbeiterhelm. So. Und das ist natürlich was dann auch Eltern irgendwann zur Verzweiflung bringt, wenn das Kind immer die echten Sachen möchte. Und Gott sei Dank habe ich nie Kriegsspiele geliebt. Aber ja. So ganz grundsätzlich war dann halt irgendwann so dieses Ding, ich will jetzt zaubern lernen, Punkt irgendwie. Und meine Eltern waren und sind auch immer noch die größten Supporter irgendwie. Und haben halt dann auch recht schnell gesagt, ja, okay, dann müssen wir es richtig machen. Dann schreiben wir jetzt mal den Magischen Zirkel an. Den habe ich dann irgendwie immer angerufen oder so. Meine Eltern, weiß ich gar nicht mehr genau. Dann bin ich da hingegangen, hat irgendwie ein paar verfärbte Schwammbällchen und so kleine Plastikbecherchen und irgendwie so ein absolut runtergerotztes Kartenspiel. Und bin ich da einfach hingefahren. So, ich wollte es wissen, war aufgeregt wie Bolle. Und ja, dann saßen sie da, so die ganzen alten Herren irgendwie, und dann habe ich davor gezaubert, und also es hat keiner gelacht, aber es wäre auf jeden Fall Grundlage zum Lachen da gewesen, so. Und ja.
ja, dann haben die halt auch gespürt, dass ich Bock drauf habe, haben natürlich gesagt, hey, für dieses Treffen hier bist du noch einfach viel zu weit davon entfernt, hier mitreden zu können. So. Aber dann haben sie mir den Kontakt zu Werner Fleischer gegeben. Und dann bin ich halt wieder zu Werner gegangen mit meinen Schwammbällchen und alles. Und dann hat er gesagt, du, Alex, das kannst du alles wegschmeißen, aber das Feuer ist da. Du hast da Bock drauf. Also fangen wir jetzt bei Null an. Ja, und dann habe ich wirklich so vier Jahre, würde ich sagen, mit Werner einfach ganz viel gearbeitet. Und er hat mir wirklich die Basics beigebracht. Ja? Also wirklich tricktechnisch die Basics, aber vor allen Dingen auch einfach die Grundlage der Zauberei. Dass es eben nicht drauf ankommt, den krassesten Move zu können, sondern dass es wichtig ist, den Move gut zu präsentieren. Ja? Und. Also all diese ganzen Themen, die dann irgendwann wichtig werden. Ja, und dann habe ich mit ihm mein erstes kleines Programm geschrieben. Dann war, glaube ich, bei meiner Oma irgendwie so eine Art Klassentreffen. Also die trifft sich da mit immer noch mit ihren Klassenkameradinnen so von ganz früher. Und da bin ich dann hin und habe für die gezaubert, ohne dass die wussten und ohne dass sie wahrscheinlich wollten. Aber ich habe da gezaubert. Und naja, weißt du, dann fanden die das natürlich alle süß. Ich hatte den Enkelbonus und so. Und meine Oma natürlich, ja, schaut mal, ich bin ganz stolz auf meinen Enkel irgendwie, was der kann. Und ja, dann hatte da die Nächste ihren, keine Ahnung, 70. Geburtstag, hat mich gefragt, ob ich nicht kommen will. Dann saß auf dem 70. Geburtstag jemand, der eine kleine Firma hatte, hat gefragt, Mensch, magst du nicht auf der Weihnachtsfeier mal? Dann bin ich so auf eine Bühne gegangen und so. Und dann ja, ist es losgegangen. Also, aber halt zusammengefasst war es halt die Entschlossenheit. Ich möchte es machen. So, ja, und es war auch nie mein Ziel, das beruflich zu machen. Das war eine der wenigen Dinge, die nicht aus der Entschlossenheit irgendwie entstanden sind, sondern einfach aus der Tatsache, dass es immer mehr wurde, ich immer mehr Geld verdient habe und irgendwann gesagt habe, du, ganz ehrlich, jetzt wäre ich blöd, wenn ich es nicht mache. Und dann natürlich wieder die Entschlossenheit zu sagen, jetzt mache ich es auch. Ne? Und dann breche ich mein Studium ab und los geht's. Was ich nicht als Vorbild hier irgendwie hinlegen möchte, aber ja, es hat sich jetzt für mich persönlich, hat sich's gelohnt oder habe ja noch viele Jahre vor mir. Also das wirklich ganz klassisch diesen Weg, irgendwann dieser Punkt, soll ich oder soll ich nicht, und dann sich zu entscheiden, füge ich den sicheren Plan B-Weg mit Studium und Abschluss und so weiter. Und da bist du den Künstlerweg gegangen. Was hattest du studiert? Was hattest du für ein Studium abgebrochen? Ich habe drei verschiedene Studien abgebrochen. Okay. Ja, ich habe angefangen mit Pädagogik, Soziologie. Das habe ich, glaube, 5 Semester gemacht. Habe dann so kurz vor Ende gesagt, ah nee, irgendwie ist es das doch nicht mehr. Dann habe ich Technikjournalismus studiert, was ganz anderes. Und dann habe ich noch mal ganz kurz so Religionslehramt studiert. Das war dann aber auch ein totaler Quatsch für mich. Und weißt du, das Lustige war, dass dann mein ganzes Umfeld, also alle, meine engen Freunde, meine Partnerin, meine Eltern, Oma und Opa, alle haben im Prinzip diesen Schritt schon weiter gedacht, nur ich nicht. Also alle haben gesagt, ey, die einzig logische Konsequenz ist, dass du Zauberer wirst, weil das ist das, was du kannst. Und nur ich nicht. Aber ich habe für mich immer gesagt, nee, ich muss schon irgendwie, ich brauche was so in der Hinterhand und ich muss schon irgendwie was Vernünftiges machen. So. Und also ich war echt der Letzte von allen, der sich den Schritt getraut hat. So. Und dementsprechend groß war natürlich auch der Support, als ich gesagt habe, ich mach's, dann alle im Umfeld, ja, endlich, macht das. So. Also das war tolle Familie, tolles Umfeld, anders kann man es nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, also ich bekomme sehr oft die Nachricht, hey Matti, meine Eltern unterstützen das gar nicht, dass ich da jetzt so viel Zeit reinstecke und so viel Herzblut, und ich vernachlässige so ein bisschen meine Schulaufgaben, oder auch die schon älter sind, Respekt, dass ihr euch diesen Schritt traut, das selbstständig, eigenständig zu machen und sich nicht auf was Festes zu verlassen, auf einen festen Arbeitgeber. Ist verrückt, dass es bei dir genau andersrum war, dass bei dir alle gesagt haben, jawohl, mach das, Sohnemann. Ja, also natürlich war es auch meinen Eltern immer wichtig, dass ich mich nicht verliere. Ne? Aber ich glaube, also ich wüsste auch nicht, wie ich bei meiner Tochter reagieren würde. So. Also ich glaube, es ist natürlich schon, es ist super wichtig, seine Schule abzuschließen und auch irgendwie sein Umfeld nicht hängen zu lassen und alles. Aber ich glaube, irgendwann, übrigens ein guter Tipp, Eltern einfach mal zum Auftritt mitnehmen. So, das machen nämlich viele auch nicht. Weißt du, das ist auch so ein Ding, was ich halt von vielen Kollegen kenne, dass sie halt auf der einen Seite von ihren Eltern erwarten, dass sie Verständnis dafür haben, auf der anderen Seite sie nie an der Welt teilnehmen lassen. Also das habe ich von ganz vielen gehört. Und also bei uns war es immer, also mein Papa macht bis heute noch die Technik so, also er fährt immer
also nicht zu jedem Auftritt, aber wenn es zeitlich klappt, der war auch schon eine Woche mit auf dem Kreuzfahrtschiff und so. Das heißt, auch bei Franken staunt, weißt du, meine Mama kümmert sich, dass das Essen immer da ist, mit meiner Schwiegermama mittlerweile zusammen, und mein Papa ist immer da. So, aber weißt du, man muss die Leute halt auch in seine Welt holen irgendwie. Und ich glaube, viele verlangen halt auch ein Verständnis von Eltern, von Verwandten, von Freunden, aber die haben gar nicht den Einblick. So, also ruhig mal so ein Zaubervideo mal gemeinsam gucken. Auch die Jugendworkshops im Magischen Zirkel. Meine Eltern waren anfangs immer mit dabei. Halt. Also waren jetzt nicht beim Workshop mit dabei, aber sind mitgefahren, haben sich das mit angeschaut und haben halt irgendwann auch verstanden, dass es ein Weg sein kann. Und das ist ja auch vielen Eltern nicht klar, dass man von der Zauberei gut, wenn nicht sogar sehr, sehr gut leben kann. Ja, und also von daher nur der Tipp, nehmt eure Eltern da einfach mal mit rein. Also nehmt die mal, guckt mal zusammen ein Video von Mr. TrickXL oder jetzt Matthias Berger. nee, es ist wirklich so, es ist wirklich so. Lasst die einfach mal teilhaben an der Welt, damit sie verstehen können, was euch da so anfixt, was die Leidenschaft ist. Und damit sie halt auch einordnen können, meint das ernst oder ist es nur eine Phase? Ne? Aber dann guckt am besten die vernünftigeren Videos und nicht die komischen Comedy-Videos, wo mein Kopf explodiert oder sowas. Ja, aber ey, das ist echt ein schöner Tipp. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich hab gar nicht daran gedacht, meine Eltern mal mitzunehmen. Also was ich mir denke ist, wenn ich meine eigene Show fertig habe und mit der Show auf die Bühne gehe, dann will ich meine Eltern mit dem Publikum haben und meine Familie, ja. Aber so auf diesen ganzen Weg dahin, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, die da so direkt mit teilhaben zu lassen dran. Ich erzähle natürlich immer fleißig und in meinem Fall ist es so, ich dokumentiere alles mit der Kamera, die kriegen das ja alles mit, was passiert. Aber ist ein schöner Denkanstoß von dir, wirklich schön. Und ich find's sehr inspirierend, dass du dir sagst, dass du dir entschlossen sagst, ich setze jetzt alles auf die eine Karte und habe keinen Plan B. Ich war da anders, ich habe mein Studium fertig gemacht. Ich habe während des Studiums gemerkt, ich möchte eigentlich gar nicht, ich habe ja Lebensmittelchemie studiert in Münster und habe auf halber Strecke realisiert, eigentlich möchte ich das nicht machen. Hab's aber trotzdem zu Ende gemacht, weil ich mir die ganze Zeit eingeredet habe, ich brauche immer für alle Fälle den Plan B, das Sicherheitsnetz. Es ist auch definitiv die bessere Entscheidung. Mhm. Definitiv. Also heute, weißt du, ich habe drei verschiedene Sachen angefangen, habe die abgebrochen, denke ich mir auch, ja, hast du einfach das eine fertig gemacht, dann hast du es in der Tasche. Also ich möchte niemanden dazu ermutigen, irgendwie nach der Schule mit seinem Zauberkoffer loszuziehen, weil es ist ein hartes Business und es dauert, bis man da drin ist. So, ja? Und es ist immer gut, eine Alternative irgendwie zu haben. Also von daher ist es auf jeden Fall der richtige Weg. Ja? Bloß, ich glaube, ganz am Ende ist es halt wichtig, sein Feuer zu finden, seine Leidenschaft zu finden und zu wissen, wo gehöre ich hin und wo bin ich gut. So, ja? Und das war halt bei mir definitiv nicht in einem Angestelltenverhältnis. Also da wäre ich komplett. Also da wäre ich nur angestoßen an jeder Ecke, die mir geboten wird. Ja. Kenn ich. So, ja. Ja. Nee, deswegen ist es wichtig, einfach da so reinzuwachsen. Ne? Also das habe ich gemerkt jetzt im Nachhinein, frage ich mich auch manchmal, boah, ich habe ja voll viel Zeit und viel Energie in das Studium gesteckt, auch wenn ich nichts damit mache. Trotzdem bin ich froh, es gemacht zu haben, weil dadurch immer nach und nach von diesem normalen Weg sich der abgefahrene Weg dazu gebildet hat und nach hatte so die Überhand gewonnen, sodass ich mich einstellen konnte darauf. Und es war nicht so ein radikales Bam, ich schmeiß alles hin, ich fange jetzt bei Null an, weil dann bist du halt wirklich bei Null. Ne? Und es ist gut, sich das so zeitgleich nach und nach aufzubauen. Also für alle, absolut, die da jetzt so reinwachsen möchten, ihr habt jetzt hier gehört, wie ihr an eure ersten Auftritte kommt. Es ist ganz interessant, das ist so genau so, wie man sich das eigentlich immer so vorstellt, könnte es so gewesen sein, Geburtstag von Omi oder Klassentreffen von Omi und da sitzt dann jemand und der kennt wen und der kennt wen. Aber es ist halt genauso in den meisten Fällen. Ne? Es ist genauso. Und vor allem, was mir echt super, super wichtig ist, in so einem Gespräch oder halt, wenn es um dieses Thema geht, immer zu sagen, vergesst bitte am Anfang das komplette Business. Vergesst es einfach. Es geht am Ende um eure Show. Und die muss richtig, richtig gut sein. Also, weißt du, ich kenne viele, die haben eine super krasse Homepage, super geile Flyer, mega geile Videos vor irgendwelchen zusammengeschnittenen irgendwas, so, wo du das Gefühl kriegst, so, boah, der ist ein Star. Und dann siehst du den live und merkst halt, okay, der macht halt irgendwie so die drei Standardtricks, ja. Deswegen immer, und das ist wirklich, das kann ich einfach nicht oft genug sagen, erstmal die Show geil machen, coole Ideen entwickeln, üben, trainieren, Leidenschaft entwickeln und der Rest, der gibt sich irgendwann von alleine. Wenn man es dann professionalisieren will, dann muss man sich um den ganzen Rest kümmern.
Aber am Anfang, um Auftritte zu kriegen, einen guten Auftritt, gerade in so einem Familienkreis, wirst du nicht kriegen, weil du eine super Homepage hast. Den wirst du kriegen, weil du auftrittst und dich jemand sieht. Also Empfehlung, gesehen und gesehen werden, hat mich die ersten 2 Jahre meiner Selbstständigkeit komplett ernährt. Also ich habe null Werbung gemacht. Ich bin einfach aufgetreten, die Leute fanden es gut und haben mich gebucht. Und die haben mich wieder gebucht und wieder gebucht und wieder gebucht. Wirklich, also das kann ich nur sagen. Immer, immer, immer erstmal das Produkt sehen und dann verkaufen. Richtig. Und dann vor allem übers Netzwerken und über Kontakte. Absolut. Bevor Absolut. Man überhaupt anfängt, sich in fremdes mhm. Volk reinzustreuen. Ja. Mhm. Ja, und auch sich für nichts zu schade zu sein. Also mhm. Klar erkennen, was kann man nicht. Ich zum Beispiel, ich kann kein Kinderzaubern. Das kann ich nicht. Ich auch nicht. Wurde zwar früher viel dafür angefragt, ich kann es aber nicht. Deswegen lasse ich es auch. Mhm. Aber trotzdem auch nicht aufs Geld schauen, sondern einfach jeden Auftritt mal mitmachen. Also und wenn die Bedingungen, weißt du, ich stand schon auf Bühnen, auf irgendwelchen Messen, Riesenbühne, 3 Zuschauer und der Geräuschepegel extrem hoch, weil eine Bühne weiter der Bieranstich war. Und ich habe es durchgezogen, ich habe es gemacht. Weißt du, einfach machen, 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 machen. Das ist echt so super wichtig, wenn man in dieses ganze Zauberding einsteigen will. Auftreten, auftreten, auftreten und immer schön die Eltern mitnehmen, damit die wissen, was ihr macht. Richtig. Und ein Verständnis dafür entwickeln. Ja. Aber das auch erstmal nur, um die Erfahrung zu sammeln, weil ich würde auf jeden Fall auch dazu dann noch sagen, das hast du anfangs gesagt, aber auch jetzt am Ende dieses Themas, es ist ganz wichtig, wenn man dann diese Erfahrung gesammelt hat und jeden Auftritt einmal gemacht hat, dann gucken, was kann ich nicht. Und wenn ihr merkt, genau. ihr habt Kinderauftritte gemacht und das könnt ihr nicht, dann nicht alles annehmen, um jeden Euro mitzunehmen oder jeden Auftritt mitzunehmen, um überall mal eine Visitenkarte verteilt zu haben, sondern wirklich, das finde ich auch super wichtig dazu zu sagen, wenn man merkt, man kann das gar nicht, dann sollte man es auch lassen, sondern sich lieber auf die Stärken fokussieren und darin gut werden, als versuchen, irgendwie auf Krampf ein Allrounder zu sein. Mhm. Kann ich nur unterstreichen und auch ergänzen, Spezialisten sind immer gefragter als Allrounder. Mhm. Also, ne, auch so, wenn man dann wirklich mal ins Business irgendwann später reingeht, es ist viel, viel besser, ein Produkt anzubieten, als 10 Produkte. Immer. Also rein marketingtechnisch. Ja, das stimmt, das stimmt. Zu wissen, da kommt jetzt ein Mentalmagier, brandet dich direkt und die Leute wissen, was kommt, als zu sagen, es kommt ein Bühnenkünstler und da musst du dich erstmal etablieren, ja. Genau, ja, ja. Und richtig. Im Idealfall kommt Alexander Lehmann jetzt in meinem Fall und nicht ein Zauberer. Das ist mir richtig, auch mal, richtig. Also, was, wo das, ich mir hinarbeite. Das wollte ich gerade auch noch, genau, da wollte ich gerade mit dir drauf hinaus, beim Zusammenstellen dieser ersten Show und seiner eigenen Effekte, wenn man deine Show guckt, dann guck mal Alexander Lehmann, ne? Du hast die Effekte zu deinen Effekten gemacht, richtig? Genau, es geht um mich in der Show. Also ne, klar zauber ich und klar ist der Zauber, also ich bin Zauberer, Punkt. Ja, also brauchen wir gar nicht drüber reden so. Aber ganz am Ende ist es halt wichtig, glaube ich, sich zu überlegen, was interessiert denn die Leute wirklich? Und das ist meistens nicht die Zauberei, sondern es ist der Typ, der zaubert. Natürlich wollen sie die Zauberei sehen, so, ja, aber die wollen halt auch den Menschen sehen, der zaubert irgendwie. Und von daher ist es halt auch wichtig, auch einfach seine eigene Haltung, die man allgemein im Leben hat, auch auf der Bühne zu vertreten. So, also weißt du, ich bin jetzt niemand, der auf der Bühne sehr politisch wird. Ich mache jetzt kein politisches Kabarett oder so, aber ich habe trotzdem meine Meinung, ich habe trotzdem meine Haltung. Und das wird man am Ende auch spüren, ja. Jetzt nicht nur politisch gesehen, auch einfach so ganz normal. So, ich habe halt meine Art, mit Menschen umzugehen und die Art ist mir halt auch auf der Bühne wichtig. Und deswegen fange ich nicht an, auf der Bühne Leute bloßzustellen, nur weil es irgendwie Lacher gibt. Was technisch gesehen natürlich praktisch ist, klar. Eine Person wird fertig gemacht, 100 Leute haben Spaß. Das ist erstmal ein guter Schnitt. Ja. Aber würde ich niemals machen. Ja, es ist, weißt du, so, und das machen halt viele. Und einfach das, was einem wichtig ist, halt auch auf der Bühne durchziehen irgendwie. Und wenn man halt einfach, also ich sage immer, hey, nimm ein normales Kartenspiel. Das ist ein normaler Alltagsgegenstand. Das predige ich immer. So, jetzt kauft sich aber einer dein Somnium-Kartenspiel und vergöttert dieses Kartenspiel und liebt dieses Kartenspiel. Dann soll er es auch verwenden, weil es ihm wichtig ist. Weißt du, ich mag sowas zum Sammeln, ich würde es aber nicht auf der Bühne verwenden, weil es mir nicht so wichtig ist. Ich bin nicht so objektbezogen. So, jetzt hat aber jemand halt ganz viel Emotionen in dieses Kartenspiel, weil er es geschenkt bekommen hat und damit die ersten Tricks gelernt hat. Dann soll er es auch verwenden. Also einfach die Dinge nicht immer auf andere hören, auch nicht das, auf was du sagst, was ich sage, sondern einfach das, was einem wichtig ist, auch auf der Bühne durchziehen. So, und ich glaube, dann sehen wir uns bald auf Kreuzfahrtschiffen. Hammer-Message, hammermäßig. Ja, das habe ich so, genau so formuliert.
habe ich jetzt, glaube ich, noch bei niemandem gehört, dass er genau das auch in der Zauberei weitergibt. Ey, danke für den Denkanstoß. Ganz ja, wichtig. Sehr, sehr gerne. Ganz wichtig. Sehr, sehr, sehr gerne. Ne? Und es ist halt auch ein sehr freier Denkanstoß, weil dadurch ist alles möglich, solange man dahinter steht. Definitiv, definitiv. Ja? Baust du, wo du sagst, du baust dich in deine, also es geht in deiner Show um dich, baust du auch dich in die Plots deiner Effekte ein? Heißt also, was ich meine ist, wenn du eine Show machst, hast du einen roten Faden, der sich um beispielsweise bestimmte Geschichten aus deinem Leben dreht oder wie auch immer. Ist das personenbezogen bei dir? Nee, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt meine Show irgendwie ein Leben, ein Tag des Alexanders oder sowas, ne? Sowas habe ich nicht. Weil aber halt die Zauberei für mich sowas Persönliches und so eine große Leidenschaft ist, dass sich viele Tricks dadurch schon irgendwie, ja, dadurch schon Sinn ergeben, dass ich sie zeige, weil ich sie mag. Ja, also es gibt halt auch Effekte, die ich einfach mag. Und die zeige ich dann. Und das wird ein Zuschauer, eine Zuschauerin immer spüren. Die werden immer spüren, ist das gerade was, was in meinem Herzen liegt oder nicht. Ja, und ich würde nie einen Effekt vorführen, nur weil es gerade einfach ist, weil es gerade in ist, weil es gerade alle machen oder weil es gerade niemand macht. So, also weißt du, Rubiks Würfel zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Das ist einfach ein Ding, was ich extrem spannend finde. Ich finde es unglaublich spannend. Und klar siehst du gerade in fast jedem Bühnenprogramm einen Rubiks Würfel. Das ist mir aber wurscht, weil ich mag das Ding trotzdem. So, also weißt du, ich das ist für mich immer kein Für oder Gegen irgendwie, das auf allgemein Dinge zu hören. Und das ist am Ende das, was es persönlich macht, weil ich zeige Dinge, die mir gefallen, die ich liebe. Klar, also in meinem Abendfilmprogramm gibt es auch Momente, wo ich natürlich so ein bisschen privater werde, wo ich von mir erzähle. Ich habe zum Beispiel einen Effekt, wo es um meine Tochter geht, der für mich sehr berührend ist, weil er auch echt ist. Also ich da auch was erzähle, was ich wirklich jedes Mal vor der Show mit ihr vorbereite. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, so ein roter Faden, wo ich jetzt sage, und als Kind habe ich das und das gemacht und dann das und das so. Ne? Nee, okay. Aber mit Sicherheit auch spannend, ja. Ja, ja. Was sind denn so, wo du sagst, du machst nur das, was du wirklich liebst und deine liebsten Kunststücke? Was sind denn so 1, 2, 3 deine allerliebsten Kunststücke, die du so vorführst? Mhm. Also eine ganz schwierige Frage. Also sagen wir so. Sehr schwierige Frage. Gibt es ein Kunststück, was irgendwie einfach, seit ich jemals eine Bühne betreten habe, immer dabei ist? Also es gibt wirklich, ich glaube, ich habe noch nie einen Auftritt ohne dieses Kunststück gemacht. Also in 90% der Fällen nicht. Das ist die Homie-Card aus der großen Kartenschule. Also wo eine unterschriebene Karte immer wieder in die Tasche wandert und am Schluss wandert das ganze Kartenspiel in die Tasche und die unterschriebene Karte bleibt in der Hand. Das ist so seit eh und je mein Eröffnungskunststück. Damit, also da kannst du mich, keine Ahnung, auf völlig betrunken, ohne Schlaf, nachts irgendwo rausziehen und sagen, mach das Ding, das kann ich. So, ne? Das ist halt so ein Ding, was einfach ja schon so eine Art Lieblingskunststück geworden ist. Und dann gibt es halt Kunststücke, auf die ich einfach so stolz bin, weil ich sie sehr kreativ finde. Ich habe zum Beispiel so ein Kunststück, wo ich über die Handtasche von Frauen rede und dann so ein Puzzle dabei löse und so Gegenstände einräume. Das ist einfach ein Ding, wo ich so auf die Kreativität irgendwie stolz bin. Und dann gibt es natürlich auch so Kunststücke, die ich halt zeige, weil sie beim Publikum extrem gut ankommen und ich sie aber auch liebe. Und das ist natürlich immer extrem cool. Und das sind halt oft Metallgeschichten, die ich mache, wo ich halt immer wieder spüre, ich habe auch so einen Buchtest, ne, wo Leute an Wörter denken und ich die Wörter rausfinde. Und das ist allein schon deswegen ein Lieblingskunststück geworden, weil mich A, die Methode fasziniert, so. Und B, auch einfach ich damit bei Zuschauern genau das erreiche, was ich eigentlich erreichen möchte, nämlich Stille und einen offenen Mund. So. Also dieses pure Staunen. Weißt du, so kein Lachen, kein Dittittes, sondern wirklich Killer-Effekt irgendwie. So, das wären jetzt so 3 Dinge, die ich jetzt rauspicken kann. Aber es gibt jetzt kein Kunststück, was ich vorführe, wo ich sage, das finde ich doof. Dann würde ich es nicht machen. Ne? Das heißt, wo du gerade sagst, Stille, Gänsehaut, niemand sagt was, niemand lacht, gar nichts, dann gibt es auch keinen Applaus in dem Moment und du hast nicht irgendwie sowas wie Tada oder so, sondern du bist einfach in diesem Moment ja. Drin. Ja, ja, es passiert, absolut, klar. Also das ist nicht das Konzept meiner Zauberei. Meine Zauberei ist schon sehr lebhaft, sehr entertaining und genau deswegen sind solche Momente dann halt auch wahnsinns cool. Ne? Und ich habe zum Beispiel einen so einen Effekt, wo ich jedes, also das, da kriege ich einfach selber Gänsehaut, wenn ich das vorführe. Ich habe quasi, das kennst du mit Sicherheit, wo man einen Faden zerreißt und dann so eine, den wieder ganz macht. Und ich mache das quasi so, ich hol alle Kinder auf der Bühne, also alle, die im Publikum sind, so irgendwie. Also stehen dann auch schon mal 30 Kinder auf der Bühne. Und
gebe denen quasi nacheinander diese Rolle, jeder reißt so ein Stückchen ab so und dann machen diese 30 Kinder mit mir zusammen, zaubern dieses Ding ganz und am Ende ist das dann, keine Ahnung, so ein 10 Meter langer Faden oder so, der dann so über das ganze Publikum gespannt ist. Das ist ein super krasser Moment, wo nicht, das sind keine Gags, ich mache keine Gags mit den Kindern, ich erzähle eigentlich auch gar keine Geschichte, ich mache das einfach, ne? Und es dauert auch manchmal echt lange, also bis 30 Kinder auf der Bühne sind und dann alle da reisen und machen und ich erkläre eigentlich nur und wahrscheinlich verstehen den Effekt auch viele im Publikum gar nicht so, aber der fühlt sich für mich sehr, sehr ehrlich an, weil die Kinder, die auf der Bühne sind, die haben das pure, pure Staunen irgendwie und da geht es nicht mehr um Lachen oder irgendwie, das ist einfach ein Effekt, da gibt es keine Story, los, mache ich einfach. Das mache ich genauso, wie natürlich auch zum Beispiel die Handtasche, die halt 10 Minuten eigentlich nur Lacher sind und am Ende ein Effekt. Also ich lege mich da auch immer gar nicht fest. Also ich mag die stillen Momente, ich mag die sehr lauten, die sehr schnellen Momente. Und ich achte halt auch einfach drauf, was berührt mich denn, was macht mir denn Spaß? Ich bin ein Mensch, der lacht gerne, ich bin ein Mensch, der staunt gerne, ich bin ein Mensch, der ist gern introvertiert, ich bin gern extrovertiert und so ist halt meine Show auch aufgebaut, ne? Puh. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel geredet, ey. Nein. Das war wirklich, wenn du so erzählst, da sind immer wieder so kleine Sätze drin, die hängen bleiben und wo man anfängt, drüber nachzudenken. Mhm. Ne? Das ist immer schön. Cool, ich mag das generell gerne. Deswegen höre ich auch so gerne deinen Podcast, weil es einfach so schön ist, wenn so einzelne Sätze so, stimmt, auch wenn sie eigentlich völlig klar sind, einfach es nochmal ausgesprochen zu hören, so puh. Das cool. Ist schön, weil vielen Dank. Beispielsweise, dass du dir sagst, du präsentierst eine Nummer komplett einfach nur, du erklärst, was passiert und das war's, wo man lehrbuchgetreu genau das nicht eigentlich tut. Ja, ne? Genau. Das ist alles schön. Das, was man nicht tun sollte, viele Zuschauer, einen Rücken zum Zuschauer drehen, nicht für alle sichtbar, kleiner Effekt, alles Dinge, die man nach Lehrbuch nicht tun sollte, die aber mit die stärkste Nummer ist am Abend so und das meine ich auch vorhin damit, weißt du, dieses sich an anderen orientieren, ja. Sich Tipps holen, ja. Feedback holen, ganz wichtig. Aber am Ende auch eine eigene Meinung haben und die auch durchziehen. Und selbst wenn es alle doof finden, solange es niemand verletzt, ist es okay, wie ich finde. Weil man ist auch ein Stück weit Künstler für sich selbst, ja, und erfüllt sich auch selbst damit einen Traum. Und natürlich ist es der Spagat, gerade wenn man die Zauberei professionell macht, also davon lebt, muss man natürlich den Spagat hinkriegen zwischen, ist mein Produkt kommerziell, lässt er sich verkaufen, lässt er sich auf vielen Dingern einsetzen und ist es ein super freakiges Kunstprojekt. Ja, man muss den Spagat finden. So. Aber ich finde, in gewisser Weise darf man halt auch nicht vergessen, dass man ja ganz ursprünglich mal das Zaubern angefangen hat, weil man selbst davon fasziniert war. Und das sollte man halt nie verlieren. Und nur so ein Standardprodukt irgendwie rausrotzen, was halt zwar funktioniert, einen viel Geld bringt, aber halt am Ende man selber keine Gänsehaut mehr hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Verstehe. Ich verstehe genau, so, was du meinst. Ja. Ja, und ich glaube, ja, wenn man sich das erhält, hey, dann geht es einem wahrscheinlich immer gut. Keine Ahnung, vielleicht rede ich auch in 10 Jahren anders drüber, aber gerade ist das meine Haltung irgendwie. Gehst du da auch genauso mit um, wenn du sagst, solange es niemand anders verletzt, ich mache mein Ding, wenn auch Zauberkollegen im Publikum sitzen und dir sagen, nach der Show, ich glaube, das kennt jeder Zauberer, dass irgendwann ein anderer Zauberer kommt und sagt, ja, aber das hätte ich so gemacht und so weiter. Ist natürlich auch alles, es ist immer Geschmack und Technik, das trifft ja beides aufeinander, man kann es objektiv und subjektiv bewerten. Gibt es da auch Momente, wo du dir sagst, ey, das ist aber meine Nummer, es ist mir egal, wenn du jetzt sagst, ich mache nach Lehrbuch alles falsch, ich mache es trotzdem. Gehst du da auch so mit anderen Kollegen dann um? Ja, im Prinzip war jetzt die Antwort schon in der Frage gesteckt, also objektiv und subjektiv. Ne? Es gibt natürlich Kritik, die einfach eine ganz objektiv richtige Kritik ist und die nehme ich mir auch wahnsinnig zum Herzen. Ja, also wenn jetzt ein Zauberkollege sagt, ey Alex, ich habe einfach alles blitzen sehen, das war, und alle anderen um mich rum auch, dann nehme ich mir das natürlich zum Herzen, weil ich möchte ja täuschen, ich möchte ja gute Zauberei zeigen. Wenn es natürlich dann um eine Meinung geht, höre ich mir die super gerne an und habe auch schon echt ganz, ganz viel rausgezogen aus solchen Feedbacks. Aber ganz am Ende habe ich auch einfach gelernt, eine Meinung sein zu lassen. Und es ist ja auch okay, dass man unterschiedliche Ansichten hat. Also es gibt ganz viele Nummern von mir, aber auch von Kollegen, wo ich eine andere Meinung habe dazu. Und das ist auch völlig okay. Also es gibt ganz erfolgreiche Nummern von anderen, die ich total beschissen finde. Und das wissen die auch. Und das ist auch völlig okay so, weil die haben ja trotzdem ihren Erfolg damit und haben ihren Spaß. Und sie lieben ja die Nummer. Das ist ja okay. Und genauso muss man es halt auch auf sich selber irgendwie sehen. Also wenn jetzt da jemand kommt und irgendwie dich
ja, mit einer Meinung kritisiert, jo, und sagt, ja, das hat mir nicht gefallen, dann ist ja, okay, ja, tut mir schade, dass es dir nicht gefallen hat, weil mir hat es extrem gut gefallen. So, weißt du? Man muss aufpassen, dass man nicht arrogant wird. Also ich bin jemand, der super, super offen ist. Also ich höre mir jede Meinung an. Ganz egal, ob es ein Kollege ist, den ich kenne, oder ob es ein Zuschauer ist, den ich zum ersten Mal sehe, ich höre mir alles an und nehme mir auch alles zu Herzen. So. Aber am Ende entscheide ich drüber, was ich mache. So. Ja, nee, ich wollte gerade sagen, du sagst, man muss aufpassen, nicht arrogant zu sein, aber trotzdem gehört da ein sehr, sehr großes, eine große Selbstreflexion dazu und ein Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne, ne, dass man sich dem bewusst ist, was man selbst so tut und von sich gibt. Deswegen Hut ab, ganz großen Respekt. Ich glaube nicht, dass jeder genau so gut mit Kritik umgehen kann, weil genauso sollte es sein. Die objektiven Sachen. Ja, aber ich meine, bist du ja auch ein super Beispiel dafür. Ich meine, du wirst ja auch in der Zauberszene gern kritisiert und so. Und du nimmst dir das alles zu Herzen. Ja, aber ich meine, weißt du, da bist ja du eigentlich der Ansprechpartner dafür, weil du kennst es ja. Also so, man muss halt am Ende halt auch sagen, das ist aber halt der Weg, den ich gehe. Punkt. So, ja, das ist mein richtig, Weg. Richtig. Und was ich zum Beispiel aber auch nicht mag, ist dieser Satz, ja, aber der Applaus hat, gibt mir ja recht oder das Feedback gibt mir recht. So, weil das sollte keine Begründung sein, was zu tun. Klar, ne? Du bist erfolgreich, ich bin erfolgreich, beide in ganz anderen Welten so, aber das sollte nicht das Totschlagargument sein, sondern am Ende muss das Argument sein, mir gefällt's. Punkt. Definitiv. So, oder? Haben wir wieder so einen Satz, ey, Mann. Mensch, wir schreiben ein Buch nach diesem Gespräch hier. Ich merke schon. Ich würde da eine Sache gerne noch ansprechen, und zwar hat man jetzt hier gemerkt in diesem Talk, du bist super reflektiert, machst dir viele Gedanken über all das, hast viel zu erzählen, hast dir dann aber irgendwann überlegt, du möchtest nicht nur selbst solche Dinge von dir geben und von dir erzählen, du möchtest auch andere Zauberer einladen und nicht nur Zauberer einladen und mit denen sprechen über diese ganze Branche und hast einen Podcast gegründet. Das wäre vielleicht noch das Letzte, wo ich dich jetzt fragen würde, wie kam es dazu? Was war die Idee dahinter, die Geschichte dahinter? Das würde mich nämlich auch noch interessieren. Ja, da gibt es zwei Faktoren. Also der eine Faktor ist, ich bin unglaublich podcast-süchtig. Ja? Also ich bin einfach ein super, super, super begeisterter Podcast-Hörer. Ja? Weil ich bin jemand, ich kann sehr gut abschalten, wenn geredet wird. Also da kann ich mich sehr gut konzentrieren. Das heißt, ich habe eigentlich immer meine Kopfhörer im Ohr und ich stehe mit Podcasts auf und ich schlafe mit Podcasts ein. So, das war mal so Grundsache eins, dass ich das Medium einfach toll finde. Und dann gibt es halt immer wieder so Situationen, wo so mein Umfeld, mein Freundeskreis, der natürlich weiß, dass ich zauber, aber dadurch, dass ich jetzt niemand bin, der sein ganzes Leben in Social Media teilt oder so, auch oft gar nicht mitkriegen, wo ist er denn gerade schon wieder, was macht er denn gerade so. Und dann dachte ich mir irgendwann, eigentlich würde ich diese ganzen Leute, so wie ich es vorhin mit den Eltern gesagt habe, mal in meine Welt mitnehmen. Ich möchte ihnen gerne mal zeigen, mit was für unfassbaren Menschen ich Kontakt habe, was ich von denen lerne, was ich für Dinge sehe, aber halt auch, was es für Ups und Downs gibt. Also so, es wird hundertprozentig auch Podcast-Folgen geben, wo eher so ein bisschen, so ein bisschen schwerere Dinger, weißt du? So, und das war der Grund, wo ich sage, okay, ich möchte meine ganzen Freunde mitnehmen. Ich möchte aber jetzt kein Videotagebuch führen oder so, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Und dann, ja, war irgendwie einfach die logische Konsequenz, na gut, wenn ich selber so viel Podcast konsumiere, dann wird es auch andere Menschen, die das gern konsumieren, also nehme ich den Podcast und nehme die Leute in meine Welt so. Und ich lerne halt einfach so unglaublich viele Menschen kennen, also von Zauberkollegen über Techniker, über Agenturen, über also Schneider, also wirklich so viele verrückte Menschen kennen, wo ich mir denke, boah, ist so schade, dass so, ich möchte all meinen Freunden von diesen Leuten erzählen und würde denen am liebsten, würde ich die gern connecten, dass sie sich kennenlernen, aber das geht halt nicht so. Und ja, so ist der Podcast entstanden irgendwie. Und tatsächlich ist der Podcast ein Herzensding von mir. So. Mir geht es da auch, also weißt du, ich freue mich tierisch, wenn das Ding viel gehört wird. Ich freue mich tierisch, wenn ich da Feedback kriege. Ich freue mich total darüber, neue Leute kennenzulernen. Alles super. Aber weißt du, ich versuche jetzt nicht nach einer Stunde den Stoppknopf zu drücken, weil das nach irgendeinem Algorithmus besser wäre oder so, sondern ich mache das Ding exakt so, wie es mir gefällt. Und ist ein Angebot, wer es hören will, kann es hören. Und wenn nicht, dann höre ich sie mir irgendwann in 10 Jahren selber alle nochmal an. Also so, das war so die Haltung beim Podcast irgendwie. Das ist verrückt, weil das wirklich 1:1 genau so der Grund ist, warum ich jetzt auch dieses Talk-Format ins Leben gerufen habe. Es ist wirklich genau die gleiche Geschichte. Es ist einfach so schön, sich mit anderen über Zauberei und all das drumherum zu unterhalten und
Input von außen zu kriegen und das einfach zu teilen mit der Welt, ne? Das ist einfach schön. Deswegen, ich kann das voll und ganz verstehen, deine Faszination dafür. Wie viele Folgen nimmst du da auf? Kommt einmal pro Woche was Neues oder hast du keinen festen Zeitplan? Ja, also ich versuche einmal in der Woche eine Folge rauszuhauen irgendwie. Ich bin jetzt gerade erst am Anfang, jetzt glaube ich 7 oder 8 Folgen online. Hat jetzt bisher auch gut geklappt. Wie sich das langfristig einspielen wird, ich meine, klar, mir ist auch klar, man muss dann trotzdem irgendwie so eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen. Ich habe auch noch so ein paar Folgen so in der Hinterhand. So einmal die Woche, ja. Ich habe jetzt mal für mich so den Donnerstag so ein bisschen als den Tag irgendwie auserkoren, wo ich sage, hey, einfach donnerstags muss das Ding dann fertig geschnitten sein, aber ich werde mich jetzt nicht selbst steinigen, wenn es mal Freitag wird oder wenn ich eine Woche krank bin, dann wird es auch keine Folge geben. Ne? Ja, richtig so. Man darf sich selbst ja nicht verlieren. Das macht dann nicht den Fehler, den ich mache mit 4 Videos in der Woche, wo du dann weißt, boah, wenn am Montag um 14 Uhr das Video nicht online ist, um 14:01 Uhr, ist mein Instagram-Postfach voll mit, ey, wo bleibt das Video? Das ist halt so. Aber auch zu Recht. Ja, aber ich meine, nein, ich weiß total, was du meinst. Du setzt dich sonst sehr unter Druck, ne? Deswegen, das ist schon genau richtig. Es soll ja ein Herzensprojekt bleiben und das soll die Leidenschaft nicht verlieren, weil man dann die ganze Zeit dieses Business dann auch wieder im Fokus hat. Absolut. Hast du sonst irgendeine Folge schon in petto? Kannst du schon was anteasern? Mit wem wird die nächste Folge sein? Oder hast du da schon für die nächsten 2, 3 Folgen was du anteasern kannst? Ja, die nächste Folge, die schneide ich jetzt direkt nach unserem Gespräch und die wird dann auch heute noch rausgehen. Also wenn ihr das quasi seht, dann ist die schon raus. Da interviewe ich Peter Dahms oder Brian O'Gott. Ganz spannender Typ, der auf der einen Seite Regisseur im Varieté ist und mich auch schon engagiert hat. Dann ist er Sprecher, Musiker, ein ganz toller Typ irgendwie, der ganz viele Facetten hat, auch so ein bisschen über dieses Familienleben, hat selber 2 Kinder und so. Ja, das wird die nächste Folge werden. Danach kommt eine Folge mit einem Singer-Songwriter, mit einem guten Musikerfreund von mir, der über das ganze Musikbusiness mal spricht, also wie so ein Team im Musikbusiness ausschaut. Und ja, das sind die nächsten 2, die ich schon mal anteasern kann. Boah, da bin ich auch super gespannt drauf. Ja, cool. Weil ich komme ja selbst aus einer Musikerfamilie und eigentlich war immer das Ziel für mich, ich stehe als Musiker auf der Bühne. Dass die Zauberkunst dazu gekommen ist, das hat sich irgendwie in meinem Leben so ergeben, aber das ist für mich dann sehr spannend. Hör ich mal rein. Habt ihr auch so ein bisschen drüber, oder habt ihr den schon aufgenommen, den Talk? Mhm. Ja, die sind beide schon wird auch so ein bisschen gesprochen drüber, die Musikindustrie und so weiter und das knallharte Business. Ja, wir haben da perfekt. Wir gehen da sehr tief ins Thema rein, auch wie verdient ein Musiker wirklich Geld? Über CD-Verkauf, über Spotify oder über Live-Konzerte. Wir reden über, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Booker, einem Plattenlabel und Produzenten. Also wir gehen da sehr, sehr tief rein, weil mich das auch alles interessiert hat, weil ich keine Ahnung davon hatte, ja, absolut. Hammermäßig. Ey, da freue ich mich drauf. Alex, pass auf, ich nutze jetzt mal deine Wortwahl, dann lass uns das Schiff doch langsam in den Hafen segeln lassen. Absolut, absolut. Ich danke dir von Herzen, es war ein wirklich unglaublich schöner Talk. Vielen Dank. Super, super spannend und wie gesagt, das ist jetzt hier Open End. Wenn ihr noch mehr vom Alex hören möchtet, dann hört doch einfach in seinen Podcast rein. Ich verlinke dein Instagram-Profil in der Beschreibung. Sehr gerne. Und ich glaube, dann kann man dich wunderbar verfolgen und kriegt alles mit. Vergesst die Verlosung nicht, die wir zusammen machen auf Instagram. Schaut da einfach gerne vorbei. Und Alex, genau. Ich gebe dir das Schlusswort. Willst du noch irgendwie was sagen? Ich sage einfach danke. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Vielen Dank, dass du mich so in deine Welt hier mit reingenommen hast. Und ich bin gespannt, wen ich jetzt so aus deiner Community dadurch ein bisschen kennenlerne. Und wir bleiben alle in Kontakt und schauen mal, wo man sich dann alle so im echten Leben mal trifft. Da freue ich mich schon drauf. Definitiv, da freue ich mich auch drauf. Danke, Alex. Und danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.